Okay. Mhm. Nee, bei den Tutorial ist schön. So, jetzt fehlt mein Rahmen, was ist denn jetzt los hier? So, und die ersten haben schon eingeschaltet. Hallo und herzlich willkommen, Kutulinchen und Warren. Wir sind gerade noch ein bisschen mit der Technik am Tüfteln, aber jeden Augenblick startklar. So, ich sage auch schon mal Hallo in den Chat. Test, Test. Chat wird angezeigt, das sehe ich schon, das funktioniert. Jetzt habe ich nur ein Problem, dass der mir prinzipiell über der Webcam liegt, aber das kriegen wir, glaube ich, auch noch irgendwie raus. Irgendwie kriegen wir das raus. Aha, Kutulinchen, hallo. Das ist doch schön, dass du auch schon dabei bist. Supi. So. Immerhin funktioniert mein Chat jetzt hier mit dem Restream-Dings. Ja, das ist doch schon mal eine gute Nachricht, ne? Ja. Wunderbar. Okay. Gut. Ich werde wahrscheinlich nebenbei einfach zwischendurch Aufnahmen an- und ausmachen, aber muss uns ja nicht weiter stören. Also. Jo. Ich glaube, das werde ich nämlich auch machen. Sehr schön. Achso, Leute, könnt ihr mir gerade mal sagen, wie das mit der Lautstärke ist vom Tastenhauer? Hallo, hallo. Ich spreche mal normal ins Mikro. Wie gerade gesagt, dein Hintergrund wäre ein bisschen zu hell. Dein Gesicht nicht so gut sehen. Ja, Hintergrund. Ach so, ja. Wahrscheinlich. Ich müsste mal. Da müsste ich mal kurz gucken. Jetzt sieht das Bild gleich ganz wild aus. Nicht erschrecken, weil ich das jetzt quasi Vollbildmodus wegschalte. Dann nimmt er das falsch auf. Ich gucke mal gerade, ob ich das so. Muss ich, glaube ich, mal mein Programm nebenher starten. Ne? Wo ist das denn? Da mal kurz die Helligkeit ein bisschen verändern. Ist es das? Ich glaube, es ist das hier, Webcam Software. So. Naja, das war es nämlich gerade nicht. Dann nehmen wir das andere. Hauptsache, ihr habt Hosen an. Da könnte man von ausgehen, dass ich mich hier nicht hosenlos hinsetze. Und dann aufstehe am besten. Ne? So, gucken wir mal. Bei mir ist der Autofokus auch an, das stört mich sowieso immer. Denn meistens, na doch, es geht. Ja, gucken wir mal, Helligkeit. Also das kann man auf jeden Fall mal ein bisschen hochdrehen. Kontrast. Ups. Oh, das war ein bisschen viel. So, ich gucke mal. Das Problem ist, bei mir ist immer die Beleuchtung ein bisschen mega krass im Hintergrund, weil ich ja nur so halb abgedeckte Fenster habe und da studiert die Sonne jetzt absolut rein. Jetzt wird es blau, jetzt wird es etwas grün. Ich glaube, so ist es schon okay. Wenn ich die Helligkeit zu stark mache, dann seht ihr, dann überlagert das mein Bild zu stark. Ja. Wenn ich es zu wenig mache, ist es zu dunkel. Ich glaube, so in etwa können wir mit leben. Ich glaube, das ist ein. Oder kriege ich das? Ja. So Feintuning hier und da. Ja,
ist schon ein bisschen besser. Das ist schon besser, oder? Ja. Wenn ich mir das so angucke, da sollte man mich noch irgendwie erkennen können bei. Super. Okay. Das ist ja cool, dass das so funktioniert parallel. Schön. Okay. Alles klar, dann würde ich mal eine Aufnahme starten und die Leute begrüßen offiziell. Jo. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play History mit mir, dem Jan, und zu einem kleinen Preview-Stream mit Live-Aufzeichnung, und zwar vom Funkgerät-General bzw. Radio General, ein neues Spiel, das morgen erscheinen wird und das so ein bisschen an Radio Commander erinnert. Da sprechen wir gleich nochmal genauer drüber, denn heute spielen wir im Koop. Der liebe Tastenhauer ist auch da. Hallo, grüß dich. Ja, hallo zusammen. Klingeling, da macht es ein Geräusch. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, vom Tastenhauer. Ja, heute mal ein spontaner Koop-Stream mit Radio General. Da haben wir uns mal ganz spontan zu entschieden, da mal in diese Online-Koop-Funktion reinzuschauen. Ja, sieht ganz interessant aus. Ja, bin mal gespannt, wie es sich so spielen wird in dieser Koop-Kampagne. Ich habe jetzt die Tutorial-Mission selber erst gespielt, ich glaube du auch, Jan. Genau. Und also ich muss sagen, ich bin vom Ersteindruck schon mal positiv überrascht. Da waren einige, fand ich, ganz coole Ideen drin. Und wenn sich das so weiterspielt, so dynamisch und unterhaltsam, dann bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Mhm. Ja, genau. Ich habe auch das Tutorial gespielt. Und also was mir als erstes mal, im Gegensatz zu Radio Commander, was ja quasi das erste Spiel mit diesem Konzept war, also man weiß nicht so genau, wo sind eigentlich die eigenen Truppen, sondern man sitzt mit einem Funkgerät vor einer Karte irgendwo in der Basis und kann quasi nur über das Funkgerät mit den eigenen Einheiten kommunizieren und denen Befehle geben. Man muss dann selber so ein bisschen ploppen, sage ich mal, wo befinden sich die Einheiten, wo sind die Gegner, und dann überlegen, was mache ich da draus. Radio Commander spielte im Vietnamkrieg, Radio General jetzt im Zweiten Weltkrieg. Da sind wir, glaube ich, kanadischer General. Also der alliierten Truppen, und was mir als erstes aufgefallen ist, sind die vielen historischen Bilder und Quellenmaterialien, die man im Spiel finden kann, auch schon in den Tutorial-Missionen. Mhm. Ja. Gibt es immer, bevor man so eine Mission startet, quasi so eine Pinnwand, wo ganz viele verschiedene Bilder und Zeitungsausschnitte und alles mögliche dran gepinnt sind, die man sich dann anschauen kann. Mhm. Das ist interessant, und auch so, ich glaube, quasi Wochenschauen sind das, so Auszüge, die dann den historischen Kontext ein bisschen beleuchten. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, ne? Bisher ist es so, dass die Spieloberfläche auf Deutsch verfügbar ist. Die Infotexte allerdings zu diesen historischen Materialien waren gestern zumindest noch auf Englisch. Kann sein, dass die auch noch übersetzt werden, das weiß ich jetzt noch nicht. Genau, und die Sprachoberfläche ist aber auch komplett auf Englisch. Gut. Genau, kann man aber auch auf Deutsch umstellen. Also zumindest die Sprachoberfläche der anklickbaren Sachen, Menü und so weiter, das lässt sich auf Deutsch einstellen. Meine ja, genau, ist, genau. Ne? Genau. Ich habe es jetzt schon auf Deutsch. Aber wie gesagt, die ganzen Dokumente und so, das hatte ich auch gesehen, die bleiben, glaube ich, Englisch, und auch die Spracherkennung, die ja auch irgendwie so ein Feature im Spiel ist, dass man also quasi per eigener Mikrofoneingabe die Befehle geben kann, die läuft auch dann über die englische Sprache. Genau. Jo. Genau, und was ich auch ganz interessant finde, im Gegensatz zu Radio, bei Radio Commander brauchte man, glaube ich, die Windows-Spracherkennung. Das Spiel alleine konnte das, glaube ich, nicht. Bei Radio General aktiviert man das einfach und kann direkt loslegen. Genau. Ja, also bisher wirklich ein cooler Eindruck. Was du sagtest mit den historischen Dokumenten, das war mir auch irgendwie gleich ins Auge gefallen. Das ist auch sehr schön gemacht übrigens, das sehen wir ja gleich auch noch. Was ich auch schon gesehen habe, was ich auch irgendwie ein interessantes Feature fand, da gab es sogar irgendwie nach dem Abschluss der Mission, hat man dann so eine Nachricht bekommen an dieser Pinnwand, dass irgendwie ein Soldat oder mehrere oder wie auch immer gefallen seien und man jetzt quasi eine Art Beileidsbekundung schreiben konnte. Da ploppte dann so ein Fenster auf und dann konnte ich tatsächlich händisch irgendwie schreiben, ja, sehr geehrte sowieso, Frau bla bla bla, ihr Sohn ist in heldenhaftem, weiß ich nicht wie, gefallen oder so. Da konnte man sich dann eine eigene Nachricht überlegen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Bedeutung hat später noch oder so, aber fand ich ein ganz interessantes Feature, was
wahrscheinlich gearmechanisch nicht so die Auswirkung hat, aber so ein bisschen die Atmosphäre natürlich nochmal angesteuert hat an der Stelle. Das fand ich auch ganz cool. Dass man, also man hat, glaube ich, so ein bisschen die Position, es heißt Radio General, aber was ich so gesehen habe, ich kenne mich jetzt auch nicht perfekt im Militärbereich aus, aber was ich so gesehen habe, was man da für eine Karte hat, wie man steuert und wie die Hierarchien dargestellt sind, ist man, glaube ich, so ein Zwitterwesen aus allen möglichen Kommandoebenen, also mittlerer, höherer Art. Also das sind auch ganz verschiedene Aufgaben, die man anscheinend macht als Radio General. Das ist also irgendeine Art abstrakter Kommandeur, der so ein bisschen alles macht, so auf der Generalsebene einer Armee und vielleicht bis hin runter zu einem, keine Ahnung, Bataillon oder sogar einer Kompanie oder so, ist da eigentlich alles so ein bisschen mit abgedeckt hier und da. Und ich habe den Eindruck, wenn wir schon den Vergleich zu Radio Commander irgendwie bemühen, dass kann jetzt hier so eine, ist so eine Theorie von mir. Also ich habe das Gefühl, dass die Entwickler hier bei Radio General vielleicht mehr auf eine abstrahierendere Ebene manchmal gegangen sind, dass sie sich also vielleicht Gedanken gemacht haben, wenn wir die Wahl haben zwischen machen wir es jetzt ganz realistisch oder machen wir es jetzt eben ein bisschen so, dass es auch spielerisch abstrakt wird und dann eben nicht ganz so 100% Realismus abdeckend, dass sie dann eher immer für die zweite Option gegangen sind, während ich bei Radio Commander häufig das Gefühl hatte, dass die Entwickler sehr streng versucht haben, am Realismusmodell dran zu bleiben, was aber leider, zumindest bei mir so in der Erfahrung, dieses Gefühl erzeugt hat, dass es sich ein bisschen in die Länge zieht zum Teil, weil man eben doch viele Phasen hat, weil Krieg natürlich auch viel aus Warten und aus wenig Tun oder Nichtstun besteht, wo es sich dann einfach für den Spieler extrem lange zieht. Also das hatte ich zumindest noch so im Hinterkopf bei Radio Commander und jetzt bei dieser kleinen ersten Mission in Radio General hatte ich das Gefühl, das ist also wesentlich dynamischer und ging total schnell, aber auch irgendwie gut von der Hand. Ja, denselben Eindruck hatte ich auch. Also in Radio Commander gibt es sehr viel Downtime, weil man einfach darauf wartet, dass die Einheiten irgendwo ankommen oder einfach wartet, dass irgendwas passiert. Während das hier in Radio General relativ schnell alles abläuft, dass man eigentlich gar keine großen Wartezeiten hat, sobald man irgendwelche Punkte erreicht oder so, dann geht es sofort immer gleich weiter. Bin mir sehr gespannt, wie das in der Kampagne sich dann ausdrückt. Wir können ja mal reinschauen, Online-Koop. Jo. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Also es muss irgendwie erstellt werden, ne? Genau, hier stellen wir eine neue. Normaler Realismus. Ich nehme mal NATO-Symbole statt Figuren. Ich habe irgendwie ein Problem, die Sachen nebenher aufzunehmen. Ich habe gerade festgestellt, OBS macht deswegen ein Geräusch, weil es irgendwie die Aufnahme nicht erlaubt. Dann macht es Piddling. Okay. Und dann steht da Hinweis, Start der Ausgabe fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Protokolldatei für Details. Also er verweist mich hier auf Videotreiber. Und ich habe mal gerade versucht, mit NVIDIA Shadowplay aufzunehmen. Und auch da funktioniert es nicht. Das ist irgendwie... Ja, ich habe schon gehört, der neueste NVIDIA-Treiber soll nicht so richtig... stabil funktionieren. Das ist schade, dann muss ich vielleicht irgendwie auf die Option gehen, mir aus der Twitch-Datei nachher irgendwie eine Gesamt-Groß-Livestream-Folge zu machen oder irgendwie so die zu exportieren oder runterzuladen. Sowas muss ich da machen. Weil das kriege ich jetzt spontan nicht gelöst. Vor allen Dingen nicht, wenn ich den Treiber irgendwie auf eine vorherige Version noch zurücksetzen müsste oder so. Mhm. Aber naja, gut. Soll wohl irgendwie klappen. Machen, nicht erschrecken. Okay, das müsste ich mir nochmal neu rausziehen. Okay, super. So, und jetzt die Koop-Kampagne. Ah, jetzt muss ich einen Lobbynamen erstellen. Nur Freunde. Lass mich einfach so erstellen. Und jetzt kann ich dich vermutlich genau über das Steam-Overlay einladen. Okay. Wie ich dich denn sehe? Ja, ich glaube, ich muss auch erst bei Erstellen gehen, oder wie läuft das? Kann es sein, dass du bei Steam unsichtbar bist? Oh ja, das könnte sein. Moment. Das muss ich mal kurz regeln. Freunde und Chat. Die Verbindung ist unterbrochen. Oha. Ah ne, jetzt müsste ich wieder zurück sein. Ja, genau. Da war auch irgendein Fehler drin. Klar. Heute ist Tag der technischen Schwierigkeiten vielleicht wieder. Ja.
So, Spiel starten. Ich klicke mal drauf. Joint the Lobby, ja. Aha, ich sehe schon. Jetzt bin ich in dieser Lobby drin. Genau. Ah, super. Dann drücke ich mal spielen und dann schauen wir, was passiert. Ja. Wenn ich nicht noch irgendwo OK drücken muss. Klopp, klopp, klopp. Wir können jetzt auswählen, was wir spielen wollen. 43 Sizilien, 44 Normandie oder 43, 44 Italien. Ich würde mal einfach quasi chronologisch gehen, Sizilien mal auswählen. Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Und jetzt kriegen wir die Übersicht zur Operation Husky. Wohl das erste hier sein. Kampf um den Flugplatz von Pacino. Du siehst jetzt wahrscheinlich noch gar nichts, ne? Nee, ich sehe noch gar nichts. Bin noch in diesem Auswahlmenü mit der Lobby. Okay. Bin ich jetzt noch drin? Jetzt kurz die Bilder dazu. Ich drücke mal einfach weiter auf Spielen. Game is starting. Ah, jetzt passiert was. Okay. Ah. 10. Juli 43. Ah ja, jetzt kommen wir wieder auf die Dokumente, was wir eben angesprochen hatten. Ah, hier steht es auch, sie bleiben in englischer Sprache. Historische Titel werden direkt von Library and Archives Canada zur Verfügung gestellt. Ah ja, cool. Dann haben sie sich also da auch an den ganzen Materialien bedient, ne? Ist ja cool. Mhm. Ja, die Entwickler kommen auch aus Kanada. Das hatte ich irgendwie schon so grob mitbekommen. So, jetzt muss ich mal gerade... Kilometer Strand bei Pacino. Mhm. Da sollen wir also landen. Speaking to troops. Okay. Alles klar. Also da kann man sich so ein bisschen Hintergrundinformationen holen. Den Film spiele ich jetzt mal nicht ab. Ich würde mal auf Fortfahren drücken. So. Ah ja, so. Genau, wir gucken mal rein. Da gibt es ein Telegramm. Dass Sie Einheitenfelder ausfüllen. Klicken Sie mit der linken Maustaste. Okay. Hm, das klingt ja fast wie Urlaub. The Canadians were greeted by a sunny expanse of beach. Die Invasion Siziliens hat begonnen. Die Kanadier bilden die linke Flanke von 5 britischen Landungen, die sich über 40 Meilen der Küste verteilen. Die Landungen sollen in der Nähe von Pacino, nahe der Südspitze der Insel, stattfinden. Wir müssen schnell vom Strand aus vorstoßen und das Dorf Mautini einnehmen. Und dann auf den nahegelegenen Flugplatz und Pacino selbst. Aufgrund unserer überraschenden Invasion sind die ersten feindlichen Garnisonseinheiten wahrscheinlich überfordert. Und sollten unserer Infanterie nicht gewachsen sein. Hoffentlich können wir die Garnison überrennen, bevor das 122. italienische Küsteninfanterieregiment eine Gegenoffensive startet. Wir werden im Laufe des Tages Unterstützung durch Marinegeschütze erhalten, um eventuelle Gegenangriffe abzuwehren. Wir können momentan nur eine Infanteriekompanie landen, aber Verstärkung sollte in den nächsten Stunden eintreffen. Mhm. Okay, zur Kenntnis genommen. Und... feindliche Stärke in Bataillonsstärke, leichte Infanterie, Division. Ach, wir kriegen hier Verstärkungen. Ach so, die Verstärkungen spielst du quasi. Hier steht dann, beziehungsweise wir können eine Einheit an dich quasi übertragen. Oder wie lese ich das hier? Kontrolle über Einheit an anderen Spieler übertragen. Genau, also so wie ich das hier gerade sehe, habe ich die Starteinheit momentan. Ja. Und du hast die... Verstärkung, die um 2 kommt. Mhm. Und dann gibt es noch die Reserveinfanterie. Wir müssen gleich die Einheiten zuweisen auch noch. Ja. Die Reserveinfanterie kann ich dir ja auch mal übertragen. So, jetzt müssten bei dir sowohl Verstärkung als auch Reserve so bläulich sein. Die sind jetzt blau, genau. Mhm. Okay. Gut, dann kann ich jetzt auswählen, welche Einheiten wir mitnehmen wollen. Und die haben verschiedene Eigenschaften. Also sind alles Infanterieeinheiten. Interessant. Schießwütig. Ja. Also hier sieht man auch, hier sind in der Vorschau manchmal die Begriffe noch nicht übersetzt, aber dafür in dem Fenster, was dann aufgerufen wird, sind sie das wiederum. Mhm. Also das scheint hier irgendwie noch ein bisschen unvollständig zu sein, aber man kann es ja auf jeden Fall gut lesen. Gerissen, mutig. Mutig klingt toll. Die Verstärkung ist schon mal mutig und die Reserve
Speicher, weiß ich nicht. Ach, du kannst. Ah, okay. Ich dachte, die Liste, die mir angezeigt wird, sind alle Einheiten, die wir zur Verfügung haben, aber offensichtlich nicht, denn ich hatte keine mutige Einheit zur Auswahl. Auch wenn es dieselbe. Wir haben auch nur Infanterie. Highlander habe ich hier auch. Aber... Interessant. So, was nehmen wir denn mal als Reserveeinheit? Eine Defensive könnte ich zum Beispiel nehmen, falls irgendwie alles schief geht und wir auf die Reserve zurückgeworfen sind, dass wir uns verteidigen können. Ich weiß nicht. Das ja, klingt das gut. Also, ich hätte sonst. Alternativ hätte ich. Eine Sneaky-Einheit und eine Vorsichtige. Ich hätte auch noch einen, der gerissen ist für einen Hinterhalt. Ne? Oh. Gewinnt langsam an Tarnung, wenn die Einheit sich nicht bewegt. Verliert 30% Bewegungsgeschwindigkeit allerdings. Also für so eine Starteinheit weiß ich gar nicht. Ja, wahrscheinlich eher nicht, nee. Okay, aber dann finde ich das ganz gut, die Kombination. Ich könnte auch den Schießwütigen nehmen. Er hält 0,4 Kilometer Angriffsreichweite, verliert 30% Schaden. Also ballert wild in der Gegend rum. Ja. Ach ja, mit Rechtsklick kann man sich nochmal die Informationen anzeigen lassen. Ach, und dann kann man die nachher auch noch... ich sehe das schon, wenn man hier auf das Suchsymbol geht, hat man irgendwann Punkte, mit denen man noch Eigenschaften zuweisen kann. Ah. Dann kann man die Werte verbessern. Geschwindigkeit, Kampfschaden, Verteidigung, Sichtweite, sehr all so ein cool. Kram. Ne? Das ist echt cool. Das hat ja bei Radio Commander auch gefehlt. Okay. Ne? Da ist ja dieser DLC angekündigt, wo, ich glaube, sowas in die Richtung auch mit eingeführt werden soll. Aber das ist natürlich eine coole Sache, dass man auch an die, ja, so ein bisschen eine Verbindung zu diesen Einheiten dann bekommt, wenn man die durch die Kampagne bringt. Interessant. Na gut, dann fahren wir mal fort, würde ich sagen. Ja. Gucken wir mal. So, gucken wir uns den Plan, bevor die Mission beginnt. Ah, kann man mit dem Buntstiften zeichnen. Also kann man schon quasi so ein bisschen auf der Karte rumzeichnen, was man machen möchte, offenbar. Das ist ja auch gewitzt. Hier drüben liegen Buntstifte und ein Stock, ich weiß es nicht. Hier kann man ja frei drehen. Oh, hier backt was. Ah, ich brauche den Stift. Dann muss ich mich hier hinlegen. Wenn ich mit rechts klick auf den blauen Stift gehe, kann ich hier malen. So, das heißt... Da sind also die Starteinheiten. Nehmen wir mal Rot, passt vielleicht besser. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, landen wir hier. Siehst du das jetzt auch? Ich habe jetzt ein Kreuz gemacht. Ja, sehe ich. Ah, cool. Und... So, erstmal Grüße an Block. Der grüßt mal den Burgherrn, also mich, hallo. Die sollen Mauchini einnehmen. Und dann mal gucken, dann kommen wahrscheinlich deine Einheiten hier rein. Ja. Warum ist das so hell? Weiß ich jetzt nicht. Die Uhrzeiten, das sind dann die Uhrzeiten, wann die ankommen, oder? Ich glaube, wir haben... Ja. Wie ist das? Ich glaube, die Zeit tickt irgendwie nach hinten runter. Also die fängt bei 14 an und landet irgendwann bei 0, meine ich, ne? So eine Art Missionstimer ist das, glaube ich, hier vorne rechts auf der Karte. Bin mir nicht sicher, ob die Zeiten sich dann darauf beziehen. Das werden wir aber gleich sicherlich sehen. Ja. Man hat parallel auch übrigens noch ein Handbuch und solche Dinge parat. Genau. Da könnte man dann nochmal reinschauen, was die Einheiten können und solche Dinge, welchen Einfluss das Gelände hat. Was ist das hier? Ein Nachrichtenprotokoll. So, Block kommt später nochmal dazu. Dann viel Spaß. Wenn du noch viel zu tun hast, viel Erfolg. So. Gut, dann würde ich jetzt mal die Zeit starten. Ja. Musst du jetzt gehen, oder? Affirmative. Moving into position. Okay. Spannend. So, hier oben kann man auch im Chat was reinschreiben. Das kann man sich wahrscheinlich später wieder öffnen. So. So, dann dürfte jetzt Hebel landen. Hoffen wir es mal. Auf jeden Fall in der heruntertickenden Zeit. Das sind die ersten. Ach, das andere sind die Schiffe mit der Marineunterstützung, ne? Mhm. Das stand ja in der Mission drin. Das sind Nachrichtenprotokoll, genau. Ah, und hier sind unsere Einheiten, Verstärkungen. Ich dachte erst, es wäre verbuggt, aber nein. So, wir sollten Pacino halten und das Pacino Airfield. Also wir müssen nachher diese hintere Siedlung auch erobern, die hier oben rechts ist. Rahmen die mal ein. Ups. Ich guck mal gerade Abel an. Abel, wenn er mich dann erkennt. Abel. Erkennt er nicht, okay.
Sprache. Ah, er hat, glaube ich, das falsche Mikrofon gewählt. Abel? Ja. Abel, report location. Abel? Okay, irgendwie macht das gerade nicht. Dann mache ich es mal über Klick. Mir passiert irgendwie nichts. Nicht so richtig bisher. So, verbündete Einheiten, stationär Unterstützung, Naval Guns. Was übrigens auch noch an diesen Figuren interessant ist, wenn man die zielgenau auf die eigenen bzw. dann die gegnerischen Einheiten legt, bekommen die eigenen Einheiten einen leichten Bonus, ich glaube 10% höheren Kampfwert und die Gegner minus 10%. Mhm. Aber warum passiert jetzt hier nichts? Das weiß ich auch nicht. Ich muss jetzt ja nichts mehr machen. 48500 ist Baker. Das bin ich, glaube ich. Ja, so, die landen jetzt. Dann gebe ich denen jetzt mal ein bisschen. Aha, die sind bei Echo 6 angekommen. Also hier. Alles klar. So, wir wollen jetzt die Siedlung aber zuerst einnehmen, Bukini. Ist das richtig? Weil dann würde ich den nämlich schon. Ja, genau. Befehl. Irgendwie sitzen meine offenbar. Oder sind das die Verstärkungen bei dir? Dass das die Einheiten sind, die dann die Highlanders sind? Canadian Infantry? Abel hier, wir hissen unsere Flagge über Mount Chini. Dann sind die da wohl jetzt angekommen. Ah, okay. Ja, cool. Aha, wir haben euch gesehen. Wir haben Feinde gesichtet, das heißt, sie sind jetzt schon hier und verteidigen sich gerade. Stellung. Die feuern auf jeden Fall meine Baker-Jungs. Und sie haben hier drüben irgendwie Feind gesichtet, Infanterie. Ich habe das mal hier drauf gemacht. Okay. Ah, man kann das auch automatisch machen. Jetzt hat er mir ein zweites Objekt hingesetzt als Feind. Mhm. Das habe ich jetzt doppelt, weil das nur Abel gemacht wurde. Ja, ich weiß nicht so ganz klar, warum Abel sich bei mir nicht mehr. Okay. Also der Feind hat sich zurückgezogen, hat Baker gerade gemeldet. Was natürlich ganz gut ist. Warum sagt mir Abel immer noch, dass sie auf F9 sind? Das ergibt doch gar keinen Sinn. F9, ist das hier die See? Ja, ja, das heißt... Fox 9, also ja. Ich versuch's nochmal mit der Sprachsteuerung. Abel, report location. Foxtrot 9. Abel, move to location 3. Ah, okay. Ja, dann hast du jetzt meinen Job übernommen quasi. So, der Alligator hat sich irgendwo zurückgezogen. Ich würde fast vermuten, der ist da oben vielleicht bei der Straßenkreuzung irgendwann angekommen. Könnte zumindest gut sein. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie lange brauchen deine Jungs, weil uns sonst vielleicht nachher die Missionszeit davon läuft, ne? Andererseits einfach losstimmen. Ist wahrscheinlich auch nicht das Schlauste. Was wäre denn das erste Ziel? Ich würde fast sagen, das Landefeld, ne? Da müsste Abel jetzt hin unterwegs sein. Abel, report location. Er hat Probleme, das zu erkennen. Abel,
Report Location. Acre, here. Stay frosty, everyone. N2, Mateo Airfield. Okay, sie sind hier. Mhm. Und sie feuern auch schon. Ich habe meinen Jungs jetzt auch den Befehl gegeben, dorthin zu gehen. Liegen unter Maschinengewehrbeschuss. Ja. So, meine Jungs sind jetzt irgendwie unterwegs. Ein paar Verletzte, aber nichts Ernstes haben sie inzwischen übrigens, weil sie ja eben schon das Feuergefecht hatten. Ich bin mir nicht sicher, wie lange sie brauchen, da auf dem Berg jetzt hochzuklettern. Die feuern auf jeden Fall. Aus dem Hangar kommt Maschinengewehrfeuer weitläufig umgehen. Wir haben sie davon gejagt. Sehr gut. Mit Abel. Sehr gut. Acre, here. Sie sind. Ah, sie sind da. Sehr gut. Dann könnten wir jetzt eigentlich gucken, dass wir direkt Richtung Osten gehen oder Richtung Pacino. Die Frage ist halt, erwarten wir jetzt Gegenangriffe? Ja. Und wenn ja, wo? Genau. ich würde Abel. Ja, du hast jetzt da zwei Kämpfe schon gemacht. Acre, dann würde ich mal Abel, move to location one. Mhm. So, ich sag meinen Jungs mal, dass sie sich erstmal irgendwie verschanzen sollen. Acre, falls doch noch ein Gegenangriff kommt, dass wir wenigstens ein bisschen vorbereitet sind. Mhm. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Also Alligator und Bear sind die beiden Einheiten, die beide geflohen waren inzwischen. Genau, da ist ja auch die Frage, wo die jetzt geblieben sind. Ja. Weil wenn du die gleich beide irgendwie hast, vielleicht kann ich die auch irgendwie umgehen. Ich glaube, ich versuche mal von südlicher Richtung aus irgendwie vorzugehen. Also quasi so eine kleine Flankenbewegung zu machen. Haben deine Jungs sich schon bewegt oder sind die auch noch beim Airfield? Offensichtlich haben sie sich noch nicht bewegt, aber ich weiß nicht warum. Ich mach's nochmal manuell. Also eigentlich hat er es angezeigt, dass die Sprachsteuerung... So. Auch doch mal die tolle Pfeife. Ja, okay, mach ich. So, Abel reportet mir, dass Bär bei und Alligator bei Pacino sind. Ah, okay. Sie benutzen die Kirche als Stützpunkt. Mhm. Und diese Symbole da zeigen ja wohl den Gegenangriff dann. Ja, das könnte sein, ne? Oh. Okay, das könnte jetzt nicht werden. Allerdings haben wir gleich auch Marine Support. Der ist nicht mehr in Sicht, sagt er hier. So. Ein Schluck Cognac. Oha, der macht benommen offenbar. Es verschwimmt alles ein bisschen. Ach, das sind die Gegenangriffe, genau. Soll ich dann schon mal zum Luftstützpunkt? Doc ist gerade angekommen, die könntest du auch da hin schicken. Doc ist allerdings die Marine Support. Dann schicke ich mal Baker zurück. Fix ihn. Aber Doc wird mir nicht angezeigt. Ja, Verzeihung. Ja, das ist bei mir aber drauf. Wenn du da Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Die haben bestimmt eine Abkühlung, aber solange können wir die ja einsetzen. Weil bei mir ist gleich schon der Gegenangriff aufs Airfield. Ja. Ich hoffe, dass wir bis dahin da sind. Von Verschanzen kann wahrscheinlich schon keine Rede sein. Wir stecken ganz schön Prügel ein, sagen meine Jungs. Also vielleicht bräuchten wir November 3 oder so. Ich frag nochmal Status ab, jetzt schießen sie nicht mehr. Okay, also mein Gegenangriff sollte jetzt eigentlich schon auf dem Weg sein. Ja. Okay, hier haben sie einen Flug geschlagen. So, ich setze jetzt mal das Feuer ein, das hatte der nicht mehr. I want the control tower to take the fire! Acre, here! Throw the tails between their legs! Okay, die laufen schon zurück, also mein Gegenangriff wurde schon zurückgeschlagen. Ich hab sie, glaube ich, gut getroffen.
So, wir können Cheetah nicht mehr sehen. Sie wurden zuletzt an Hotel 1 gesehen, Richtung Süden. Also schauen wir uns mal den Status an. Sieht gut aus. Oh, alles oben. Der Feind hat Pacino besetzt? Wir werden abgeschlachtet. Gerade eben stand da noch Moral 100%. Okay. Und jetzt meldet Abel sich nicht mehr. Dammit. Dann vielleicht nochmal Adrian. Hey, wir kommen schon. Wir bewegen uns zumindest. Spannend. Okay, Abel hat sich zurückfallen lassen auf Juliet 5. Dafür ist Pacino jetzt im Erdbeben-Lack gefallen. Die Bombardierung hat gesessen, mein Dog. Was ist der größte Unterschied zwischen Radio Commander und General? Hey, der größte Unterschied ist, dass er einfach viel mehr passiert. Noch ein Artilleriefeuer hier drauf. Kanonade. Wir haben gewonnen, alles klar. Operation ist fast abgeschlossen. Reporte nochmal, sind auch gleich da. Okay. So, die verschanzen sich schon in Pacino. Also ich glaube, wir haben es. Okay, sie kämpfen da nochmal. Ich gebe mir den Befehl, sich auch da einzugraben, falls das möglich ist während des Gefechtes. Ja, und ich hoffe, dass jetzt der Luftstützpunkt nicht nochmal angegriffen wird. Das wäre natürlich katastrophal, wenn wir gar keinen mehr haben. So, es wird geballert. Okay, sind eingezogen ins Pacino Airfield. Kriegen wir das noch gerettet? Das ist die Frage. Moment. Oh Gott, das ist natürlich jetzt echt ganz schön intensiv. Ein bisschen eng, ich versuch mal. Ich dachte, wir hätten noch eine dritte. Dachte ich eigentlich auch. Das war mir irgendwie hier in der Mission. Ja, also eine Reserve. Aber vielleicht kommt die erst, wenn die andere Einheit irgendwie ausfällt oder so, ne? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, ja. Ach, da wäre eine Einheit gekommen. Schade. Ja, aber jetzt natürlich gut da oben. Okay, es gab ein paar Verluste, aber es hätte schlimmer kommen können. Wie gesagt, der Fluss. Schade, ich sag mir, das soll der Kampf gewesen sein. Und die Gefechtsübungen waren schwieriger. Okay. Ja, Charlie kam jetzt ja auch jetzt zum Schluss. Nachdem der Feind jetzt bekämpft wurde, sollten sie fähig sein, die Stärke des Feindes einzuschätzen. Ach so, für die nächste Mission quasi. Tja, viermal Infanterie haben wir gesehen, ne? Ja. Genau, viermal Infanterie. Und das, genau, das wird jetzt quasi vom Spiel gegengeprüft gleich. Ja, okay, und dann sagt er Veteranenbonus 180%. Interessant. So. Ja, das eine haben wir nämlich nicht erreicht, das Ziel, weil uns der Luftwaffenstützpunkt verloren gegangen ist. Interessant. Aha, jetzt werden die Einheiten an Erfahrung gewinnen. Baker und Abel natürlich, ist ja klar. Wir können jetzt eine Medaille bekommen. Aufgebrauchte Patronen von Dog, 1479. Immerhin, sie haben auch Erfahrung erhalten, gar nicht mal wenig. Okay, die Deutschen haben sehr viel verloren. Ich gebe mal gucken, ich gebe Abel mal einen Orden.
Bedeutet das irgendwas? Man weiß es nicht. Kleiner Sieg. Wir haben mehr ausgeteilt als eingesteckt, aber Kriege werden nicht in einer einzelnen Schlacht gewonnen. Sag bloß. Ja. Na, schauen wir mal, wie das weitergeht. Interessant. Es war quasi wie im echten Gefecht. Das Chaos hat regiert, aber irgendwie haben wir es dadurch geschafft. Okay, ich drücke wieder auf Spielen. Ah ja, dann können wir jetzt die nächste Mission auswählen. Das ist übrigens jetzt halt nicht die Aufnahme mal zu stoppen. Das ist dann wahrscheinlich die Folgemission von der ersten, ne? Genau, die nächste Mission wäre Schlacht von Valgarnera. Nach einem Nachtmarsch durch Gebirgskämme und Bergpässe hat sich eine Einheit verlaufen und wir haben die Kommunikation mit einer anderen verloren. Feindliche Panzer sind auf dem Weg in die Stadt Valgarnera. So, ich mach mal kurz hier ein bisschen Beleuchtung an. Vielleicht bringt das ein bisschen was im Webcam-Bild. Bin gleich wieder da. Ja. Müssen Sie vor Morgengrauen einnehmen. Okay. Duke of Marlborough, wer hätte das ahnen können? Ja, genau. Dass ich da die Verstärkung übersehen habe, war natürlich irgendwie mistig. Und jetzt bin ich besser zu sehen. Ja, deutlich Verzeihung. Besser. Das hatte ich ganz vergessen. Lichter anmachen bringt natürlich auch was hier. Wenn man sie schon stehen hat. So, was steht denn hier? Valguanera. Hügelig. Eine Sulfurmine gibt es. Und Thermalbäder. Schon wieder Urlaub hier. Ja. Ach ja. Ah ja, okay. Okay, es hätte eine gute Verteidigungsposition abgegeben, offenbar. Das heißt natürlich, wenn wir das jetzt einnehmen müssen, könnte es für uns ganz schön schwierig werden, ne? Oder irgendwie bergauf irgendwie was einnehmen müssen. Jetzt können wir natürlich während des Streams nicht auf alle diese Dokumente eingehen, aber das finde ich ja echt sehr schön gemacht, ne? Dass man hier diese verschiedensten Quellen hier drin hat, das ist echt cool. Erschöpfte Einheiten kämpfen schlechter, wer hätte es gedacht? Unterbesetzte Einheiten beginnen mit weniger Truppen. Einheiten, die nicht in einer Mission eingesetzt sind, erhalten die Chance, sich auszuruhen und die Effekte werden entfernt. Okay. Ah, erschöpft, unterbesetzt und ja. Spezialisierungspunkte, ja, das haben wir ja schon gesehen. Werden zu Veteranen erhalten Spezialisierungspunkte, genau, die können wir dann einsetzen. Ja. Das Plus bedeutet wohl, dass sie. Dass sie was auswählen können. Ach so, dass sie was auswählen. Ja, okay. Ja, das ist eine dieser Punkte für die Fähigkeiten. Leichtathletik. Ach so, weil die mutig sind, verlieren die auf 40% Verteidigung. Das ist natürlich übel. Wenn sie aggressiv sind, kriegen sie mal Kampfschaden von mir. Ach, die sind auch schnell. Deswegen waren die eben auch so fix immer hin und her gelaufen, weil die so einen Geschwindigkeitsbonus haben. Dann gebe ich denen nochmal Leichtathletik. Das ist ja noch besser. Dann haben sie 60% Bonus. Und Dr. Trump ist auch da. Hallo. Auch an alle anderen natürlich. Duke of Marlboro und Bergwerkzwerg, Seth. Jo, hallo an euch. So. Wir haben Panzer. Dann nehmen wir die auch mal mit. Ist bei dir jemand erschöpft irgendwie? Oder so? Bei mir nämlich nicht bisher. Ich bin nicht so hundertprozentig sicher. Mir werden manche sind grün umrandet, manche Einheiten und manche nicht. Mhm. Und die, die nicht umrandet sind, sind die, die letztes Mal dabei waren. Genau. Das habe ich auch gesehen. Das heißt wahrscheinlich, dass die nicht mehr ganz frisch sind, würde ich mal sagen. Oh. Wir sollen übrigens wieder zwei Ziele halten, ne? Also Crossroads, also eine Kreuzung und die Ortschaft Valguanera. Und dann gibt es nochmal Zusatzziele. Also für eigene Verluste gering halten und die gegnerischen zwei Panzer besiegen offenbar. Okay, die grüne Umrandung ist nur, dass ich die da nicht angeklickt habe. Ach, hier kriege ich auch die Karte vorab angezeigt, wie praktisch. Das ist also die Kreuzung und hier ist die Ortschaft Valguanera und sehr viel Hügel drumherum. Also schon fast so eine ideale Strecke für Hinterhalte, ne? Dass sie dich von oben beschießen könnten eventuell. Abergläubig ist hier eine Einheit.
Unglückselige Ereignisse kommen häufiger vor und der Schaden steigt. Aha. Okay, wir kämpfen jetzt gegen Wehrmachtssoldaten mit Panzerverstärkung und Panzerabwehrgeschützen. Ich habe furchtsame Panzer. Scharen sie zuerst ihre verlorenen Einheiten wieder um sich, ja. Nehmen wir mal eine Reliable-Einheit mit. Genau, als erste Einheit. Beliebt. Warum sollte man eine beliebte Einheit mitnehmen? So, wird auf einen Nachtmarsch durch die Berge geschickt. Das klingt schon nach Hinterhalt irgendwie, ne? Nachtmarsch durch die Berge. Sie müssen die verirrten Truppen lokalisieren und sammeln. Mhm. Die Kreuzung ist durch 88mm Panzerabwehrgeschütze stark verteidigt. Ja. Sneaky. Achso, sneaky bedeutet, dass sie auch langsamer sind. Ne? Ja, okay. Mhm. Ja, das brauchen wir am Anfang dann ja wahrscheinlich eher nicht. Weniger Schaden. Übereifrig. Sehr hohe Moral. Ungeduldig. Genau. Verlieren Sichtweite, bewegen sich schneller. Puh, was nehmen wir denn da im Infanterieslot bei der Starteinheit? Mir ist noch nicht ganz klar, wie der Schadenswert zu verstehen ist hier. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Einheit, das war mein Able beim letzten Mal, die hat jetzt Schaden 0,83. Mhm. Aber es gibt auch einen Standardwert offensichtlich da. Genau, Schaden 0,83. Oder ist das der Schaden, den sie austeilt dann? Ich glaube ja. Das müsste der Schaden sein, den sie austeilt. Ah, okay, dann kann ich die problemlos mitnehmen. Dann haben die ja gar keine Verluste genommen. Oder sind wieder aufgefüllt worden, ich weiß es nicht. Elsmarsch, grüß dich, moin. Und eine Reserveeinheit dann noch schnell, dann nehmen wir nochmal die. Wen nehmen wir denn jetzt da? Ich weiß es nicht. Eine abergläubige Einheit. Die übereifrige als Reserve passt. Ja, ich muss meinen Infanterieslot noch besetzen. Ich bin extrem unsicher, weil ich. Das ist ja so eine typische Mission, wo wir wahrscheinlich in einen Hinterhalt laufen werden oder in mehrere vielleicht sogar. Mhm. Hier verliere ich Schaden mit der Einheit, bekomme aber mehr Verteidigung. Ich meine, halten müssen wir ja auch, ne? Wenn ich jetzt meine erfahrene Einheit einsetze, die ist zwar 60% schneller, die hat 10 km/h Geschwindigkeit, aber dafür hat die 5% Verteidigung. Achso, das ist aber immer noch mehr als die anderen haben. Setze ich die wieder ein? Klingt eigentlich nach einer sicheren Geschichte. Dann haben wir hier erfahrene Einheiten in der im Startbereich drin. Das mache ich, glaube ich, mal. Okay. So, das sind, glaube ich, alle, ne? Ja. Okay. Alles klar. Erfahren. Ja, spannend, was die coole Wahl war. Irgendwer hat was mit mir abgespielt. Das war der Wehmod. Mit einem Witz für musikalische Stimmen. So, Abel ist verloren gegangen. Dankeschön. Wir haben auch die Kommunikation mit Baker verloren. Verwirrung, Abel ist verloren. Oh, liebe Zeit. Können neu ausgerichtet werden, wenn sie an der Straße oder einem Orientierungspunkt ankommen. Wir haben auch die Kommunikation mit Baker verloren. Ah, eine Einheit direkt daneben bewegen, um Kontakt wiederherzustellen. Okay, Reserveeinheit habe ich schon mal reingebracht. Ja. Wie hast du das gemacht? Über dieses Klemmbrett, was links liegt, und dann Schlacht von Valguanera. Dann habe ich das ausgewählt und dann war unten verfügbare Reserve. Da kommst du dann auf die Einheit. Achso. Nennen Sie uns Easy. Ich glaube, wir haben uns verirrt. Ich glaube, ihr habt euch alle verirrt. Bewegen Sie mal in Richtung Table. Also ich kann da jetzt niemanden reinbringen, glaube ich. Bei mir ist kein Button irgendwie sichtbar. Truppenliste und Inventar ist das, ne? Genau. Ja, genau. Ich habe ja die Panzer mit drin als Verstärkung. Aber wann die kommen, da steht ein Fragezeichen. Das ist ja geknüpft, glaube ich, an das Ausschalten der 88er-Batterie, ne? Stand in der Missionsbeschreibung drin.
genau. Also wenn die zerstört sind, dann kommen erst meine Panzer als Verstärkung. Oder kann ich die reinbringen? Ne? Die sind allerdings irgendwie bei der Kreuzung wohl, diese 88er. Ah. Abel? Ach nee, wenn sie nicht wissen, wo sie sind, kann ich sie dann noch so hinschicken, ne? Ha. Easy, wo seid ihr denn jetzt? Ja genau, Biermut, das Spiel gibt es noch nicht als Kategorie. Das kommt morgen auch erst richtig raus. Wir haben das quasi schon als Vorabversion mit Vorabzugang. Einen Tag also, schon. Ja. Easy bewegt sich gerade in Richtung der letzten bekannten Position von Baker auf diesem Hügel. Mhm. Und da sie jetzt nicht wissen, wo sie sind, können sie es nicht durchgeben, aber sie geben dann quasi topografische Informationen durch. Er hat jetzt zum Beispiel gesagt, wir sind ein Kilometer südlich einer Straße zum Beispiel. Mhm. Okay. Weißt du eigentlich, wie man die, kann man die Kamera so tilten, dass man mehr von oben drauf guckt oder so? Hab ich mich auch schon gefragt. Weil das wäre für die Übersichtlichkeit extrem cool, aber ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden. Abseits, dass ich halt WASD hier ein bisschen rumfahren kann und zoomen kann ich auch, aber halt nur auf einer festen Position, ne? Ja, das ist jetzt nicht. So, easy, berichte mal. So, es kommt auf jeden Fall dann irgendwann ein Panzerangriff. Mhm. Läuft denn die Zeit bei dir? Bei mir ist die Zeit jetzt auf 15 Minuten. Ihr wisst, dass ihr noch nicht gestartet habt. Genau. Für den Hinweis. Okay, Baker meldet sich also wirklich nicht. Das war also wirklich kein Scherz. Schade. So. Ja, hier im Handbuch kann man sich wirklich alle möglichen Sachen mal durchlesen. Panzer. Und 4 Fahrzeuggeschwader organisiert. Kanadische bestehen aus einer Mischung von Churchills, Sherman, M4A2, M4A4 und Fireflies. Okay. Okay, ich habe Abel jetzt. Sie haben jetzt gefunden, wo sie sind. Ich schicke sie mal in die Stadt rein. Ja, am besten auch in meine Richtung, wo Baker ist, weil die sind auch noch verschollen. Und mit denen kann ich ja, sonst vorher nichts machen. Okay, also Easy sollte auf dem Weg zu Baker sein, aber sie haben jetzt auch die Straße verloren. Jetzt haben sie gar keine Ahnung mehr, wo sie sind. Okay, Abel ist angekommen. Okay, das ist schon mal gut, dann kannst du dich da schon mal verschanzen für den Angriff der Panzer. Sie wirklich verirrt. Oh Mann. Das gibt Flashbacks auf Radio Commander auf jeden Fall. Wo sind wir? Keine Ahnung. Ja, schade. So lange können wir auf jeden Fall, kann ich jetzt hier erstmal nichts machen. Ich könnte dir jetzt tatsächlich zeitweilig oder generell auch hier im laufenden Spiel noch die Einheiten übertragen. Mhm. Hebel meldet irgendwas. Hoffentlich reichen die Schützengräber. Okay, sie haben sie jetzt eingegraben. Ach, das ist so ein schwarzer Punkt jetzt, ne? Mhm. Ja, Easy, was ist denn jetzt mit dir? Also ich sag Baker schon mal, sie sollen dann zu dir gehen mit. Das irgendwie verteidigen. Ja, was war an diesen Crossroads? Müssen wir da irgendwas das ist drüber? Eine 88er Stellung. Wir sollen das auch einnehmen und halten. Und wenn wir das irgendwie neutralisiert haben, dann darf ich auch meine Panzer einsetzen. Die kann ich dann auf die Karte holen. Ah, okay. Aber vorher halt nicht, weil das zu gefährlich wohl ist mit den 88ern dort. Ist noch nicht so ganz klar, warum Easy jetzt so lange hier braucht. Das weiß ich auch nicht, was die da in den Bergen machen. Kleines Picknick im Dunkeln.
Wir sind ziemlich sicher, dass wir noch in Europa sind, ja. Gut. Das ist natürlich eine gute Auskunft. Das beruhigt uns ungemein in diesem Einsatz. Was könnte schief gehen? Wir sind ja immer noch auf Sizilien, ne? Das richtig verstanden habe. Das bedeutet ja, so ohne weiteres runter von der Insel kann man ja nicht versehentlich. Wir können jetzt hier auch Licht anmachen, dann sieht man die Karte etwas besser. Oder noch einen Schluck aus dem Weingläschen nehmen, ein bisschen dekantieren oder wie man das nennt. Nein. Oh Mann. Kann man denn irgendwo, ne, da komme ich ins Handbuch, sehen, ob sie sich denn überhaupt irgendwo bewegen? Also ich meine, das haben sie mir per Funk bestätigt, aber man kann ja wohl nicht 3 Stunden lang brauchen, um auf diesen Berg da zu kommen. Stärkung ist in 38 Sekunden da. Ich weiß wiederum nicht genau, ob das jetzt deine oder meine, aber ich glaube, es ist deine Verstärkung. Aus der Erinnerung heraus meine ich zumindest. Weil ich ja die Panzer theoretisch habe, wie könnte ich sie denn einsetzen? Das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, ist, dass sie, aber wie sollten sie von da aus dahin gekommen sein, dass sie quasi an diesem Radius hier vorbeigelaufen sind, rechts. Mhm. Deswegen schicke ich sie jetzt einfach mal nach West rüber. Mhm. Charlie. Okay. Da übergebe ich dir mal. Danke. Dann gehe ich jetzt hier zu Baker. Achso, die gehen dann auch nur nach Westen, weil die nicht genau wissen, wo sie sind, ne? Das heißt, es gibt ja keine neuen. Aber da müssten sie eigentlich auf Baker direkt drauf treffen. Hoffen wir mal, dass es klappt. Dass die sich gegenseitig finden und hier schon mal frei machen. Ja, ist natürlich doof, dass Easy jetzt hier nicht einsatzbereit ist, weil die könnten wir. Wir könnten uns dann nämlich aufteilen, dass wir 2 Trupps Richtung Kreuzung schon mal schicken und 2 Trupps für die Verteidigung zum Beispiel abstellen. Das sollte dann eigentlich auch klappen, denke ich mal. So, Charlie, wie sieht's bei euch aus? Charlie, we're lost. But we can see a road 1 a.m. north. Charlie hat sich verirrt. Aber wir können Road in 1 Kilometer in nördlicher Richtung von uns sehen. Ja, 1 Kilometer. Das heißt ja, sie müssen da irgendwo an dieser Kreuzung wahrscheinlich sein, ja. Irgendwo hier oder hier. Man weiß es nicht. Dann gehen wir mal nach Norden. Sie hat auch immer noch keine Ahnung, wo sie sind. So. Das ist ja echt. Ist aber irgendwie cool gemacht, ne? Also, die sind jetzt quasi alle. Ach, da ist Charlie auf einmal. Okay. Dann, Iron Mine gerade. Also ich will jetzt unbedingt die Verknüpfung herstellen mit Baker. Weil ohne diese Truppen können wir gleich nicht verteidigen und der Panzer ist kurz vorm Angriff schon. Bewegen Sie eine Einheit in der Nähe von Baker. Abel ist verloren. Ja, Abel hat sich ja wiedergefunden. So, Baker. Baker ist immer noch nicht gefunden worden. Nee. But why? Ja, also was Warren gerade meinte, ist, dass vielleicht das Spiel quasi will, dass Abel die findet. Ach so. Das weiß ich nicht genau. Das kann aber es steht nicht ausdrücklich in dem Text drin. Ja. Bewegen Sie einen anderen. Dann oder Baker ist ganz woanders, dass die sich verlaufen haben selber irgendwo. Dass man die wirklich erst kontinuierlich absuchen muss irgendwie, ne? So, ich werde jetzt erstmal zu dir auf jeden Fall Charlie. Ja, keinen Sinn. Genau, also Charlie geht jetzt nach Valguanera, damit das erstmal verteidigt wird. Ja, und Baker ist nach wie vor tot. Damn it.
Uiuiui. Ich bin mal gespannt. Oh, easy. Easy. Was ist da los? Ja, aber dann waren sie auf jeden Fall da. Sie müssen durch das Gebiet gegangen sein. Mhm. Was? Panzer-Squad wurde schon zerstört. Was? Es geht schnell. Okay. Dann würde ich mal mit Easy in Richtung der Kreuzung gehen. So, Behemoth schrieb eben, vom Zuschauen ist mir aktuell gar nicht klar, was ihr da eigentlich macht. Ja, wir versuchen herauszufinden, was da unten vor sich geht. Aber wir sind eben weit entfernt, ne? Und es ist Nacht. Also, wir haben die feindliche Infanteriekompanie entdeckt. Oh, Easy feuert auf Alligator. Das sieht aber böse aus, von den Animationen her. Also da müssen wir mit mehreren wahrscheinlich ran, ne? Charlie, wo seid ihr? Also ich schicke Abel jetzt mal Baker suchen. Mhm. In der Hoffnung, dass das Spiel das will. Anstatt von Eiern suchen wir Baker. So, ich verschanze Charlie mal in Valgonera. Das nehmen wir noch auf die Seite. Oh, schon wieder auf den Schuss. Baker hier. Ah, Baker ist da. Die sind da drüben. Beim Berg dort direkt. Aber das ist ja verrückt. Also dann lag es tatsächlich daran, dass Easy die nicht aufdecken konnte. Ja, offenbar schon. Das hätte Abel machen sollen. Das ist natürlich ärgerlich. Dann werfe ich Abel jetzt auch noch schnell darüber. Baker hier, Roger. Ja, sagt Baker auch Bescheid. Weil Charlie ist ja noch in Valgonera, ne? Ja, genau. Die haben sich da eingegraben jetzt. Und bisher ist auch kein Kontakt offenbar zu Feinden. Irgendwie hat Abel feinen Kontakt dort oben. November 6, we are headed to Foxtrot 4. Foxtrot 4. Sie hat, glaube ich, die Hälfte der Einheit schon verloren. Oha. Also zieh die ruhig zurück, wenn es nicht anders geht, weil wir haben ja keine Verstärkung mehr. Guck zu, nehmen wir meine Nase, will er nicht. So, weil er überrichtet ist, verweigert er den Rückzug. Okay, ein Angriff aus dem Hinterhalt bei Baker. Okay, die sind jetzt da drüben. Das geht nicht. Wir sind zu sehr mit Kämpfen beschäftigt. Ja. Baker hier, wir sind Hotel 6. Baker ist super, super fix. Ja, Abel ist hier oben auch schon angekommen. Ja. Ich lasse sie jetzt von nördlicher Richtung so ein bisschen angreifen, die Baker-Jungs. Und Charlie bleibt jetzt dort. Baker so, Baker greift jetzt an und geht Alligator hinterher. Und Charlie 4. Achso, und in Charlie 5 ist die Abwehrkanone oder eine davon. Ping, ping, ping. Wir haben die davon gejagt, sagt er. Ah ja, wir halten jetzt die Kreuzung dort. Ja, dann dürfen wir jetzt gleich unsere Panzer bestellen können. Dann würde ich mal wieder zurückziehen. Mit der Galera und der... dieses Kamms dort. So, verschwanden wir gleich mal. Ja, das Panzer sollten da ja ausreichen. Wie kriege ich jetzt die Panzer reingerufen dort? Weißt du das, wie das ging? Ach, müsstest du über das Klemmbrett? Ja, ja, und dann hier die Einheit ausstellen. Schuss. Oh, unbekannte Position.
Seeker here. Stand on. More tanks if we stay. Squadron pulling out. So, mal shit. Willst du. Ach, die sind schon bei den Crossroads hier dort. Ja, warte mal, dann geht ihr doch mal zu dem Panzer nach oben. Status bricht. Ich habe gestern auch davor gesessen, dass ich dachte, Da werden abends viele Brücke beschrieben. Ja, ich denke auch. So, Doc, ich soll bitte hier hin. Was ist denn los? Ach komm, dann greift hier mit. Mal ganz kurz ein bisschen das Audio runter, es ist doch ein bisschen laut. Unter Tränen schreibe ich diesen Brief. So. Okay, sie lassen sich zurückziehen, dann. Die sind da hinten. Okay. Easy ist noch ganz da hinten. Oh mein Gott. Sollten wir das schaffen? Ich geh mal den der 8-8-Batterie hinterher. Also Doc antwortet auch nicht mehr auf den Status-Report. Guck schon wieder Beschuss. Ich glaube, Doc ist nicht mehr, oder? Doc antwortet nicht mehr, okay. Scheibenkleister. Ja, die sind irgendwie direkt zu den Crossroads rein und wurden dann irgendwie mit unter Feuer genommen. Offensichtlich. Ja, wir haben es geschafft. Mal gucken. Sie hat gar nichts zu sagen. Abel hat, glaube ich, die Hälfte der Männer verloren. Ja, wir haben auch, Beck hat auch viel verloren. So, Panzerabwehrwaffen oder was waren die 88er? Wahrscheinlich, ne? Ich mal von aus. Und dann hatten wir eine Infanterie und einen Panzer. Angeblich einen Panzer, der sich sofort in Luft aufgelöst hat. Ja, der war nachher wieder da. Irgendwer von uns hat den nachher kurz gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken, ob das richtig war. Ja, war es. Schön. Großer Sieg. Großer Sieg. Ja, wir haben beide Stellung gehalten, ne? Ja. Irgendwas haben wir aber nicht erfüllt hier. Ach, hier, die Friendly. Ja, die eigenen Verluste waren ein bisschen hoch, ja. 203 Verluste, 48%. Das klingt schon nicht so gut. Hauptsache, wir haben 65.000 Patronen abgefeuert in dem Einsatz. Oh, oh, oh. So, was haben wir denn hier? Eingesetzt 420, Verluste fast 50%. Bei Abel und bei Baker. Okay. Ja, und Doc wurde ausgelöscht. Gut, Baker, das geht auf meine Kappe. Dafür, dass sie sich wieder eingefunden haben. Ja, genau, die Übersetzung ist manchmal noch ein bisschen seltsam, aber das geht schon ganz gut. Immerhin. Okay, fortfahren. Die Verluste der Deutschen waren wenigstens höher. Ja, ärgerlich, dass die Panzer jetzt direkt vernichtet wurden, das war natürlich ungünstig. Freies Spiel wurde jetzt freigeschaltet. Eine Mission kann jetzt wiederholt werden. Aha. Naja, gut, das wollen wir jetzt nicht. Wir würden dann gleich mal mit der dritten weitermachen, denke ich mal. Schlacht von Leon Forte. Ja, bisher hatten die Missionen auch alle so. Ja, gerade die letzte hatte so einen richtigen eigenen Charakter. Dadurch, dass man am Anfang diese Dunkelheit hat und die Einheiten nicht genau wussten, wo sie waren, konnten wir sie also nur in bestimmte Richtungen laufen lassen, ohne einen Zielpunkt, ne? In der Hoffnung, dass sie dann eine Einheit auf dem Weg finden und sich dann vergewissern können, wo sie gerade sind, mit Hilfe der anderen. Das fand ich ganz cool. Auch wenn es uns sehr verwirrt hat, so wie die Soldaten an der Front wahrscheinlich auch. Sehr interessant. Okay. So, die Schlacht von Leon Forte. Eine Reihe von Festungsstädten muss eingenommen werden. Oha, das klingt schon gefährlich. Die Städte sind durch kurvenreiche, staubige, mit Minenfeldern übersättigte Straßen miteinander verbunden. Machen Sie mit Ingenieuren die Wege durch die Minenfelder zu den feindlichen Städten frei und brechen Sie gewaltsam den Willen der Verteidiger mit Artilleriefeuer.
Naja, schauen wir mal. Das klingt schon ein bisschen komplexer. 21. Juli 1943 in Leonforte. Oha. Ach, und hier gibt es dann auch wieder Filmmaterial. In der Mitte ein Berg. Spiel das mal ab. Okay, dann mache ich das auch mal. Das interessiert mich jetzt mal. Also das sind tatsächlich Archivmaterialien. Ich bin mir nicht sicher, ob die bearbeitet sind irgendwie jetzt für das Spiel oder ob die tatsächlich alle noch original sind. Royal Canadian Army Service Car riding his Harley Davidson through a convoy as though born to the saddle. Remember, he has achieved this effortless skill in a hard school. At a training center in Canada, he lived for weeks on a bike. Starting out with simple road work, he is soon engaged in the rugged pastime of cross-country riding. The service car hell drivers would rather ride than eat. Dodging landmines is just a preliminary to the real thing soon to be encountered overseas. Yet, you have to have cast iron nerves to be a DR in the RCASC. Durch das Feuer durchfahren, okay. Interessant. Motorisierung bei den Kanadiern. Sehr interessant mit den Harley Davidsons. Cool. So, drei Städte. Ah ja. Okay. Das kann man auch nicht. Was kann man eigentlich mit der Lampe machen? Dispatch Rider. Ah, die Schlacht gerade verloren. Ach Quatsch. Die Deutschen hatten höhere Verluste als wir, also bitte. So, jetzt wird's aber interessant. Die Highlanders sind mutig, aber auch orange. Orange bedeutet das, dass die was machen können? Aha, Verteidigungsbonus von Orientierungspunkten. Ferngläser, Schussreichweite, Schadenverteidigung. Tja, den Übereifrigen gebe ich denen jetzt Kampfschaden oder Verteidigung. Wenn die sich nicht zurückziehen können, wahrscheinlich eher Verteidigung. Sichtweite. Es sind neue Einheiten dabei. Ich glaube, denen gebe ich mal ein bisschen Verteidigung, dass sie ein bisschen beefiger werden. Ein bisschen aushaltefähiger. Die Three Rivers Tanks sind wieder da. Und sind... Du das letzte Mal ja gestorben, leider. Aber ich kann sie schon mal etwas verbessern. Vielleicht sollten sie dann ein bisschen Verteidigung noch bekommen. Also ein bisschen zäher wäre, ich glaube schon. So, oh, wir haben jetzt ja... Ach ja, wir sollen jetzt ja auch hier Ingenieure mitnehmen, genau. Aber das ist deine Aufgabe offenbar, ne? Du hast hier zwei Ingenieurstruppen. Genau, wir haben Ingenieure, Infanterie, Artillerie, Panzer. Ach ja, da unten muss ich auch nochmal Ingenieure reinstecken. Tja. Hast du schon irgendwie sehen können, welche der Einheiten irgendwie mal erschöpft sind oder so? Ich frage mich das immer noch. Wie man das sehen kann. Nee, habe ich noch nicht. Und die Einheiten haben auch alle hier 100 Mann irgendwie noch. Okay, ja, hier steht auch Starteinheiten 100. Aber was heißt Starteinheiten? Ich meine, das ist die... Die starten immer mit 100... Oder was heißt immer? Sie starten mit 100 Mann. Ah. Aber... Oh, das ist auch hügeliges Gelände. Zwei Städte liegen direkt auf so einem Plateau. Eigentlich die dritte sogar auch. Da überlege ich gerade. Ich habe eine Einheit, die ist nämlich rugged, also schroff. Und die können 50% schneller bergauf gehen, verlieren aber auch 30% Moral. Das ist also auch wieder... Immerhin werden die Minen automatisch geräumt von den Ingenieuren. Oh, und Artillerie gibt es auch, aber die hast du auch schon eingestellt, ne? Genau. Okay, so. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Hier die Mutige nochmal. Die haben ja immerhin eine hohe Geschwindigkeit. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Die Frage ist... Oder 300 Meter hohe Klippe, okay. Da müssen wir wohl irgendwie drum herum gehen. Können wir uns hier nochmal auf der Karte anschauen. Abergläubig.
halben Punkt Tano verlieren die. Ist das denn wichtig? Gerissen. Die sind aber langsamer. Die sind 6 km/h schnell. Das ist der mit Trigger Happy. Das ist der, der sich verteidigen kann. Wie sehen denn die Ziele aus? Halte die 3 Orte. Also irgendwie verteidigen müssen wir auch. Würde ich fast sagen, dass ich die Edmonton Infanterie, die Verteidigenden, noch mit als Reserve mit reinnehme. Dass man die nachher in den Verteidigungsbereich irgendwie einsetzen kann, möglicherweise. Mhm. Okay, gut. Das soll es wohl so. Ach nee, der Tankslot ist noch offen. Moment. Der Tankslot, genau. Die Three Rivers Tanks, haben die diesmal mehr Glück? Die sind immerhin jetzt mit besserer Verteidigung ausgestattet. Sind auch furchtsam. Neu aufgestellt. Ah, die haben auch wenig Moral. Was ist mit den anderen? Die sind ungeduldig. Bei mir sind die vorsichtig hier. Die Fort Garry Horse Tanks, ne? Mhm. Halten 0,4 Kilometer Sichtweite, verlieren aber auch Schaden 20%, was ziemlich viel ist bei denen. Hm. Ja, ich glaube, ich gehe eher mit den etwas erfahreneren. Hoffen wir mal, dass die diesmal mehr Glück haben. Biologische Kriegsführung aus dem Mittelalter. Pestverseuchte Kühe oder was ist hier gemeint? So. Got you covered. Okay, die Ingenieure kommen also da oben rein. Da werden auch die Panzer und Infanteristen kommen. Mhm. Du fängst mit der ersten Ingenieurseinheit, glaube ich, an, ne? Genau, ich lasse die mal die Straße lang rücken. Ja, und dann kommen die Highlanders. Das müssten meine dann schon sein. Das sind die Erfahrenen von mir, die sich schnell bewegen können. Die Frage ist jetzt, wollen wir... Warte mal, ich nehme so einen lustigen Stift. Mhm. Hier wird es ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, eher steil sein. Ja, das ist sehr, sehr steil, ne? Da ist die Frage, ob wir stattdessen die Straße hier unten lang nehmen wollen. Genau, den etwas längeren Weg. Also mit meiner Einheit, die nach einer Minute reinkommt, die ist ja super schnell. Die hat ja irgendwie 60% Bonus. Die hat, glaube ich, 10 km/h oder so. Die sollten da ruckzuck langkommen auf jeden Fall. Sollte da nichts mehr vermint sein, ne? Das hieß ja, glaube ich, irgendwie auch... Das irgendwie. Genau, dann müsste ich halt meinen Pionieren sagen, dass sie da die Straße erstmal dahin und dann halt der Straße da folgen. Mhm. Ja. Und dann komme ich mit meiner Einheit dann nach einer Minute schon hinterher. Die kriegen ja nach einer Minute schon die Verstärkung rein. Und dann nach 2 Minuten kommt deine Artillerie. Und die Panzer kommen nach 4 Minuten. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die immer möglichst beisammen halten, glaube ich. Ja. Dann nach und nach. Ich meine, das wird so oder so nicht einfach, ne? Ob man jetzt über die eine Straße hier reinfährt in diesen Ort Asoro oder von der anderen Seite. Das ist beides irgendwie. Ich könnte die zweiten Ingenieure auch schon direkt bringen. Die Pioniere. Ja. Und Dr. Tod, viel Spaß beim Türen eintreten mal wieder. Ah, Dorkickers. Ja, genau. Sehr schön. Was man auch machen könnte, wenn man sagt, man geht, warte mal, zeichnen hiermit, man geht hier über die Straße vor. Mhm. Man kann natürlich auch, bevor man jetzt auf Leonforte direkt geht, sagen, man greift zuerst Asoro an, dass man hier eine Einheit hier lang schickt und mit der anderen schnellen Einheit hier rüber geht und dann über die Berge hier versucht, in die Flanke reinzugehen, ne? Dass man wenigstens 2 Angriffsvektoren bekommt, weil ich meine, das ist ja, die müssen wir ja alle 3 einnehmen, die Orte. Da können wir jetzt sehr schlecht sagen, wir umgehen. Also das können wir auch machen, aber da müssen wir nachher hinten halt wieder rum, ne? Ja. Ist halt nur die Frage, was wir machen wollen irgendwie. Klingt ja aber sinnvoll. Also dazwischen sollten ja wahrscheinlich wohl keine Minen liegen. Also der Beschreibung nach mal nur vermuten, ne? Genau. Dann, sagen wir mal, die Straße ist gesperrt. Mhm. Nehmen wir nicht. Okay, dann sage ich... Nee, ich halte die Pioniere nochmal zurück und drücke auf Start. Einsatz beginnen. Operation Start. Mhm, mit versteckten Minenfeldern übersät. Beschädigen Einheiten, die sich durch sie hindurch bewegen. Okay. Das müssen wir also ein bisschen variabel halten, unsere Strategie hier. Wenn das jetzt
doch alles vermint ist, dann müssen wir da mal gucken. Schauen wir mal. Och, die sind so schnell, ey. Das ist unglaublich. Mhm. Deine Able-Jungs, ne? Ah, sie sind auf dem Minenfeld gestoßen. Mhm. Da bewege ich die anderen erstmal nur dahinter, wenn sie dann gleich da sind. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, dass sie da die Minen abräumen. Mhm. So, Verstärkungen sind da. So, die bewegen sich jetzt hinter deiner Einheit. Dann gucken wir mal. November 5. Okay, Minen sind hier geräumt. Ah, und der blaue Kreis zeigt an, dass da in dem Bereich keine Minen liegen. Ach so, das ist die Bestätigung jetzt, ne? Ja. Okay, dann. Ich sehe gerade, die Pioniere könnten auch Befestigungen bauen. Mhm. Und selber Minen legen. So, dann schicke ich Baker jetzt mal innerhalb des Kreises auch schon mal ein bisschen voran. So, dann ist gleich die Artillerie da. Die ist ja wichtig zum Angriff. So, Baker, Moment. Oh, die sind auch echt super schnell. Ja. Okay, das ist die Artillerie. So, die Artillerie ist auch da. Den habe ich denn jetzt hier ausgewählt? Anhaltendes Bombardement, Bombardement Einleitung. Können sich auch bewegen. Wir haben die dann noch nicht. So, wer feuert denn da? So, wir haben feindliche Einheiten entdeckt in Leon Forte. Ah, okay, warte mal, dann komme ich dir mal zu Hilfe. Ich ziehe mich mit den Pionieren zurück. So, dann kannst du vielleicht mit der Artillerie gleich Unterstützungsfeuer geben. Ich habe denen jetzt einen Befehl gegeben auf diesen Hügel östlich von der Position von Leon Forte. Genau. Okay. Feuer kommt rein. Und warnen, vielen Dank. Danke, danke. Naja, George ist auch auf dem Feld gelaufen und räumt das jetzt. Mhm. Kannst du deine Artillerie schon einsetzen, oder? Die hat schon mal gefeuert, aber ich kann noch mal. Das Leon Forte wäre cool, weil ich weiß nicht genau. Außerhalb der Reichweite. Ah, okay. Die kann gar nicht so weit schießen. Bitte schnell weiter. Ja, das wäre halt auch nochmal praktisch jetzt, zu wissen, wie weit sie dann schießen kann. Bitte mal schießen. Artillerie. So, hier ist jetzt der Panzer. Wir haben Nummer 83, Sir, mit einem Witz jo. Für musikalische Stimmung. Und Beermut, mach's gut. Und Block ist auch wieder da. Schön. Okay, so, Doc. Müsst ihr jetzt. Ich sag Abel mal, dass sie reinrücken sollen. Ja, ich hab jetzt hier auch Doc auffahren lassen. Ah, Leon Forte ist unsers. Das ist natürlich cool. Dann ziehe ich die Artillerie aber weiter hinterher, wenn die jetzt eine eingeschränkte Reichweite hat, bringe ich die mal nach Leon Forte, würde ich sagen. Juliet 9 waren sie jetzt, okay. Gut. Die Feinde sind dann wohl weg, ne? Super. Okay. Ja. Ja, dann ist die Frage, wollen wir erst Asoro angreifen und das einnehmen, oder... Da haben wir auf jeden Fall Infanterie entdeckt. Mhm. Ich bewege mich mal hier auf den Hügel südwestlich davon. Hotel 6,
Dawn here. We're at Juliet 9. Achso, die müssen. Ja. Achso, dann bringe ich mir eine Reserve in Leon Forte. Oh, yeah. So, ich habe meine Panzer dazu angewiesen, Leon Forte zu verteidigen. Infantry reporting for duty. We'll be Fox. We're at Papa 2. Infantry ready for the dirty work. Moving to Grand. So, und Fox bringe ich jetzt hier in das geräumte Gebiet hinein, dass sie vielleicht auch in den Angriff gehen mit dem mit der Bäreinheit. George war scheinbar unter Beschuss und zieht sich jetzt zurück. Okay, hat sich wieder gerappelt. Ich sag jetzt also, wenn du das Spiel stürzt. Ich hab kurz gewickelt, aber. Die Einheiten von George sind zerstreut. Jetzt müssen wir das wieder sammeln. Dafür hat Abel jetzt hier die Straße geräumt. Tja, jetzt die Frage, schicke ich sie weiter nach Missouria oder soll ich sie nach Osten auf Asoro schicken, gucken, ob die Straße frei ist? Ja, ich schicke sie nach Missouria. Und George scheint sich gesammelt zu haben. Ja. Also wenn die nämlich da durchgucken, sobald da der Kampf abgeschlossen ist. Es gibt nochmal ein einschlägiges Schuss. Ja, Baker ist schon ziemlich hart am Kassieren. Aber jetzt kommt die Artillerie. Ja, genau, jetzt kommt die Artillerie. Und die Feinde gewonnen. Jawohl. Okay, wir gehen zur Rüstung, bitte. Okay, du musst jetzt ja erstmal deine Artillerie nachziehen, ne? Genau, die werde ich jetzt nach Leon Forte weiter beordern. Ach, sie sind schon Leon Forte. Dann gucke ich mal, ob jetzt die Reichweite ausreicht, um da oben hin zu feuern. Bestätigt, wird eingeleitet. Okay. So, und Doc schicke ich jetzt schon mal bei deine Pioniere da oben hin, dass sie angreifen können. Das sollten die ja. Sehr gut. Das war ein Treffer, Beschuss weiterhin auf die Koordinaten. So, ich lasse Fox jetzt mal einen Asoro eingraben, falls da noch irgendwer irgendwie von Nordwesten kommt. Muss man auf die Munition achten. Ja, also das Handbuch hat gerade gesagt, die Artillerie hätte beschränkte Munition. Munition 9. 9 Barrage. So, Infanterie nachziehen. Genau, wo ist George jetzt? Da. Er ist da. Dann versuchen wir nochmal mit Abel reinzugehen. Noch einen Artillerie-Beschuss einzubringen. Sie haben sich auf der Hauptstraße eingenistet, bleibt in den Seitenstraßen, okay. Feindliche Infanterie zieht sich zurück. Baker auch mal los. Doc meldet sich schon wieder nicht mehr. Die Einheit mit den höchsten Verlusten, unsere Panzer. Ja. Schade. Habe Sicht auf Alligator bei 1. Ja, dann nochmal Artilleriebeschuss, würde ich mal sagen. Hast du noch eine Einheit in Asoro? Ja, habe ich. Das ist unsere Flagge in Asoro. Ah, das ist unsere Flagge, perfekt. Okay, wir verlieren die Sicht, dann haben wir sie wieder in Sicht. Okay. Alles klar. So, die Artillerie vielleicht noch mal auf die Position. Das
So, schicke ich Fox jetzt auch nochmal los, falls Cheetah nicht anderweitig down geht. Okay, sind davon gejagt, alles klar. So, was haben wir denn noch zu erwarten? Wir haben das Gefecht gewonnen. Ich glaube auch. Wenn kein Gegenangriff mehr geplant ist. Scheint nicht so. Was wurde? Irgendwer hat ein Bein verloren. Oh. Rückzug, Rückzug. Da oben noch welche in den Bergen drin? Cheetah und Bär oder so? Bei Easy war ein Minenfeld, die ziehen sich jetzt gerade zurück. Oh, aua. Ich schicke mal Pioniere darüber. Schade. Aber es geht doch teilweise schon recht fix, ne? Muss man manchmal echt gucken, dass man den Überblick behält. Also dort war wieder eben irgendwie angegriffen und 2 Sekunden später weg. Das war gefühlt ganz, ganz fix. Interesting. Wir bauen eine Versorgungsstation. Hier gibt es zu viele Verwundete. Aha. Noch immer werden Wege durch Minenfelder geräumt und markiert. Ja, und George hat jetzt auch angefangen, Minen zu räumen. Doc ist doch noch da. Haben sich gleich wieder gesammelt. Aber sie haben auf jeden Fall einige Verwundete. Ich schicke sie mal zurück nach dem Forte. Müssen wir uns melden? Haben wir uns bei Delta 2 neu gesammelt. Okay, ja, dann bleibt mal da, bis das Minenfeld weg ist. Ja. Meine Einheiten sollten sich eigentlich schon verschätzt haben. Fox, ja. Haben wir noch jemanden in Asoro jetzt gerade? Wahrscheinlich nicht. Ja, doch, Fox ist noch in Asoro. Ah, okay. Die haben sich da wieder hin zurückgezogen. Fox hat aber jetzt bei India 2 die Alligator-Einheit gesichtet. Von hier oben die. Kann ich euch nicht ziehen? Hallo, Alligator? Ah, hier. Bei India 2. Hier oben. Ja. Aber da wir vom Hügel aus kämpfen, denke ich mal, sollten wir das gegen so eine geschwächte Einheit so eigentlich schaffen. Ne? Bombardement ist auch angeleitet. Super. Sind auf jeden Fall ausgeruht, aber das werden wir schaffen. Das letzte, was wir von ihnen sehen, das werden wir gewesen sein. Obliterated. Sehr schön. Volltreffer meldet Charlie, wie auch immer die das von hier hinten mitkriegen können. Bei dir wird hier in dem nördlichen Ort wird noch gekämpft, oder? George hat nicht genug medizinische Ausrüstung. Mittelschwere Verluste hat Baker auch schon bekommen, also ich weiß nicht, ob ich die noch rausschicken will. Ja, Easy meldet Kontakt bei Golf 1. Da oben. Schicke ich Fox jetzt auch mal da irgendwie hin. Versuchen wir mal mit der Achtung reinzuschicken. Denn Fox ist ja noch frisch. Wir haben keine Munition mehr. Ah, okay. Ah, okay. Artillerie ist leer. Schade. Oh, Minenfeld. Halte das. Irgendwer wurde weggesprengt vom Minenfeld. Das ist ärgerlich. Okay, ich schicke Pioniere. Hier, wo die Fox-Einheit steht. Wie sieht's denn aus? Tja, kann immer noch in diesem Minenfeld. Die können sich da jetzt auch nicht rausbewegen. Das finde ich auch cool gemacht, ne? Du kannst jetzt nicht einfach rauslaufen lassen, sondern die haben jetzt Asoro verlassen leider und stehen da jetzt. 9. Schicke ich jetzt Baker aber trotzdem mal da oben auf den Hügel drauf, dass die zur Not noch ein bisschen unterstützen können, wenn gar nichts anderes geht. Da hört man einen einsamen Schrei. Tragisch. Darkwalker an Tastenhauer, Darkwalker an Tastenhauer, was ist dir Status? Also ich sitze hier im Zelt und mir geht's ganz gut. Mal gucken, was wir da für Verluste wieder haben. George meldet mir bisher kein Minenfeld. Oha, jetzt gucken, müssen sie verteidigen hier, Fox. Okay, George hat die schon mal zerstört. Take your here at Echo 1. We're running close to half strength.
höre irgendwo Schüsse. Was meldet George? Angekommen. George hat immer noch keinen Minifeld gemeldet. Okay. Ich habe meine Einheit auch noch nicht bewegt. Ich habe die jetzt schön brav da stehen lassen. Die stehen wahrscheinlich genau so, wie sie eben auf die eine Mine draufgelaufen sind, wenn man sich nicht mehr bewegt. So, Baker ist jetzt bei Golf 1. Aber die haben noch keinen Kampf gemeldet hier. Ah, jetzt fängt George an, das Minifeld zu räumen. Und sie beklagen sich die ganze Zeit, dass sie nicht genug medizinische Ausrüstung für die Verwundeten hätten. Ja, 25 Mann verloren schon. Das klingt nach Verlusten, ja. Welche schwere Verluste? Abel hat so eine Verteidigungsstellung gebaut und gesagt, sie würden, das wäre auch eine Versorgungsstelle. Ach ja. Das wäre ja mal lustig zu wissen, wenn ich jetzt George da reinbringe nach Nissoria, ob die sich da quasi auffrischen könnten oder was sie da machen. Wo siehst du denn die Verluste eigentlich bei den Einheiten? Minenfeld ist frei. Wenn ich auf Einheitenattribute gehe, sehe ich jetzt, dass da nur noch 75 stehen. Ach so, statt 100, ne? Also, ich glaube, dass das... Nee, bei mir steht aber noch 100. 100 Starteinheiten, oder wo steht das? Irgendwie. Ganz klar ist mir das auch noch nicht. Einheitenattribute, ne? Genau. Ja. Bei mir steht 100. Aber ich weiß auch nicht, ob er die Verletzten auch noch mit einrechnet oder nicht. Das weiß ich jetzt leider auch nicht. So, Easy ist jetzt da. Minenräumung ist noch im Gange bei Fox, da in der Nähe? Minenräumung müsste jetzt abgeschlossen sein. Ich probiere die mal zu bewegen hier. Ich schicke George mal da hoch. Mal gucken, ob die sich versorgen können. Vielleicht stellt ihr das nächste Mal hier als eine Kampfgruppe zusammen. So, dass man jetzt klingt nicht unsinnig. Tja, vielleicht müssen wir jetzt einfach nur warten, dass die Zeit runterläuft. Baker schicke ich jetzt mal wieder nach Nissoria zurück. Ich weiß doch nicht mehr, wo jetzt das Gefecht stattfindet, ehrlich gesagt. Ah, Baker ist wieder in Minefield hier oben reingegraten, bei Foxtrot 1. Noch mehr Verluste, juhu. Fox geht mal wieder nach Asura zurück. Wir haben wirklich schwere Verluste. Oh, und Fox ist hier oben auch im Minenfeld reingelaufen. Aber immerhin, Baker ist jetzt angekommen. Sie haben sich wohl irgendwie befreit aus dem Minenfeld. Fast mit halber Truppe, aber naja gut. Das kennen wir ja schon, das Thema. Fox ist hier oben. Ich bin mir nicht sicher, ich höre immer noch Kampfgeräusche, aber ich weiß nicht von wo. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist kurios, aber gut, die Zeit läuft runter. Wenn wir mal ins Charlie hinten geht. Melde schwere Verluste, werde vom Feind in Twitch 13 gebunden, benötige dringende Luftunterstützung. Welche Luftunterstützung? Wir brauchen eine Versorgungsstation, ja. Was sollen wir da machen? Lass mal die Zeit ein bisschen schneller vorlaufen. Ein vernichtender Sieg. Der Feind ist auf der Flucht. Ein Sizili-Star haben wir bekommen. Stern Siziliens. So, wie viele Einheiten waren denn das jetzt? Also vier wahrscheinlich, oder? Abel meldet, das war zu viel für unsere Einheit. Wir bitten die Verlegung weg von uns. Fox hier, diese verdammten Frischlinge werden immer wieder getötet. Ja, wie viele waren das? Drei oder vier? Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Also Alligator, Cheetah und Bär habe ich auf jeden Fall in Erinnerung. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es noch eine vierte gab. Ich gehe mal mit drei, mal gucken. Macht das auch ja, mal. Ja, drei war wohl richtig. Ja, okay. Keine Panzer, keine Abwehrwaffen.
ganz schön schwach, was sie eigentlich aufgestellt haben. Na gut, in einer guten Position, aber trotzdem. Die Wehrmacht zerfällt bereits. 30% Verluste dieses Mal nur, das gibt ja noch. Ja, für unsere Verhältnisse. 23 vermisst. Na, der Feind hat alles verloren, 100%. Ja, aber gute Erfahrung. Die Panzer ja. haben Erfahrung bekommen, die Infanterie wow. ordentlich. Ja, Doc hat wieder 2 Vermisste, einer im Kampf gefallen, 7 Verwundete. Mhm. Nur noch 10 von 20 übrig. Tja, wer kriegt denn dieses Mal? Dann kriegen die Panzermann Orden. Warte mal, ich muss das noch auf die Einheit dann ziehen, ne? Was auch immer das. Baker hat das verdient. Keine Ahnung. Dass es mit denen nochmal einen Bonus gibt. Ja, ich denke Bär, mal. Bär, Alligator und Cheetah ausgelöscht. Baker ist ja schon eine richtige Elite-Einheit hier wahrscheinlich jetzt. Wow. 18 gefallen, 3 vermisst, 11 verwundet. 32%, ja. Oh, Abel bei dir hat 59% Verluste gehabt. Naja, na gut. Naja, immerhin. So. Fortfahren. Schauen wir doch mal, was wäre denn das nächste? Was würde hier passieren? So. Leon Forte, freies Spiel, ja. Okay, aber Sizilien ist damit erledigt. Mhm. Und wir könnten dann mit Italien theoretisch weitermachen. Jo. Ortona, Gustav-Linie und Hitler-Linie wären da die nächsten 3 Missionen. Also es scheint wohl für jeden Schauplatz 3 Missionen oder so zu geben. Mhm. Wollen wir das noch machen? Wie ist das bei dir mit der Zeit so? Ja, also die Mission können wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Ja, da hätte ich auch noch Bock drauf. Ich bin gespannt, was wir jetzt kriegen. Dann schauen wir doch mal rein in die Schlacht von Ortona. Die Ruinenstadt Ortona, genannt Klein-Stalingrad, ist zu einer Festung geworden. Trümmer, Maschinengewehre und Scharfschützen schaffen menschenfeindliche Todeszonen. Die Stadt muss isoliert und eingenommen werden. Hallo Osling, hi. Klingt schon wieder blutig. Ja, das klingt blutig. Spaß mit der ersten Fallschirmjägerdivision, okay. Also irgendwie kleines Stalingrad, das ist aber bei den Deutschen dann auch irgendwie so ein durchgehendes Thema. Ja. Das hat in unserem Heimatort gab es da auch so eine schnell zusammengetrommelte Verteidigung 1945 durch irgendeinen Leutnant oder so. Das ist, glaube ich, lokalhistorisch ganz gut dokumentiert. Und der hat dann auch gemeint, ja, wir machen das jetzt hier zum Stalingrad für die Amerikaner, bla bla bla. Ist natürlich nicht so geworden, aber das wurde immer mal wieder anscheinend, Verlustmeldung. Oh, ja, Gott. Verlustmeldung, genau, für die letzten 3 Missionen. 157 gefallen, 51 vermisst. Ja gut, 32%, das ist schon knackig. Okay, bestätigen. Ja, alle Namen lese ich mir jetzt nicht durch. Da hat der General auch keine Zeit für. Welcome to Ortona. Es gibt das Aragon-Schloss, Aragon Castle. Die Basilika. Von Heiligen Thomas dem Apostel. Adriatischen Küste. Interessant. Okay. So, dann gucken wir mal auf unsere Einheiten. Die Highlanders sind die absoluten Elite-Truppen bei uns hier. Was haben wir denn neu dazu bekommen? Scouts haben wir neu dazu bekommen. Ach so, die können sich irgendwie schneller bewegen, sind deutlich kleinere Einheiten. Okay, 25 Mann am Start nur. So, Sichtweite für die. Und die Edmonton, die Verteidiger. Die bekommen jetzt hier den Verteidigungsbonus, aber ganz sicherlich. Schon 95%. So, die Hussar-Scouts. Ach, das sind jetzt so Aufklärer auch, ne? Mhm. Aha, okay. Die sind aggressiv. Immer vorwärts. Verteidigungsbonus von Orientierungspunkten. Ich bin mir nicht sicher, was denn genau Orientierungspunkte dann sind, ne? Sind das dann Städte zum Beispiel und solche Ziele? Vermute ich mal, ja. Also hier wird zum Beispiel auch gesagt Hill Location 4. Da ist also ein Hügel irgendwie auch ausgewiesen auf der Karte. Das könnte auch so ein Orientierungspunkt dann sein, ne? Also wir sollen die beiden Old Town und New Town, Altstadt und Neustadt halten von Ortona.
Ach so, wir kriegen, glaube ich, einen Punkt Abzug, steht da, wenn die Axis, also die Achsenmächte, alle Achsenmächte Einheiten Toromuchina erreichen. Oder Muchia. Da oben im Norden, diese Siedlung. Mhm. Aha. Montona wird stark verteidigt sein. Okay. Feindliche Scharfschützen sollen dort auch sein, die umherstreifen. Und feindliche Artilleriebatterien. Auch das noch. Die aber leicht angreifbar sind. Also da würde ich sagen, da ist unsere schnelle Infanterie eigentlich wieder fast schon König. Die haben hier sogar 2 Punkte bekommen. Größere Schaufeln. Alles klar. Mehr Schaden, mehr Bewegung. Kann ich auch zurückgehen? Man kann pro Stufe quasi nur eine Sache nehmen. Genau, so ein Infanterie-Slot ist noch da. Tja, die defensiven Edmontons, die haben diesmal keinen Verteidigungsbonus. So, was müssen wir denn mitnehmen? Infanterie, Anti-Tank-Guns, Infanterie, Aufklärer und nochmal Infanterie. Haben wir nur die einen Anti-Tank-Guns? Mhm. Infanterie kommen natürlich, die Elite kommt mit. Und das mit der Ermüdung habe ich immer noch nirgendwo hier gesehen, also... Tja, und noch ein Infanterie-Slot. Reserve. Infanterie, ja. Nehmen wir mal aggressive Truppe mit. Ich hätte auch übereifrige. Aber die können sich nicht mehr zurückziehen dann. Haben natürlich eine riesige Moral. Bergwerkzwerg, mach's gut. Und Kutulinchen auch. Jo, danke, dass ihr da wart. Viel Spaß noch. Verliert 30% Schaden, aber erhält Angriffsreichweite. Defensiv ist die erfahrenere Einheit. Die ist auf jeden Fall sehr... Ist halt nicht so schadens. Oder nehmen wir nochmal solche... zuverlässig. Na los, nehmen wir die Winnipeg, die Royal Winnipeg Rifles mit. Okay. Mal wieder ein bisschen Erfahrung verteilen hier. So, Licht an bitte. Und einen Schluck. Prost. Nennen Sie uns Abel. Okay. Abel soll wohl auf San Leonardo vorrücken. Ah ja, okay. Ach so, ja, dann ist die Idee wahrscheinlich, San Leonardo zu nehmen und Toromuchina. Dass man die einkesselt, die Stadt, ne? Genau, und dann auf die Stadt vorrücken. Das macht irgendwo Sinn. Was haben wir denn hier noch? Scouts. Scouts bringe ich mal sofort. So, meine Infanterie kommt ganz im Osten dann rein. Die rückt dann von Süden vor. Speer können getarnte Feinde entdecken. Mit ihnen können sie gegnerische Scharfschützen jagen und ausschalten. Klingt aber die vernünftig. Die bekommen wir aber erst zum Schluss, ne, bei den Reserven. Ja, ich habe meine jetzt nämlich schon mal ausgewählt. Ich weiß nicht, wann die dann jetzt verfügbar sind direkt. Ah, okay. Auf der Karte, aber... Oh, Fox ist hier im Norden? Was ist das denn? Got a visual on, we're engaged in combat against snipers. Yeah, we're just going to be sitting down here. Then rück doch mal vor. Also Fox ist im Gefecht gegen Scharfschützen bei Echo 11. Sind das Aufklärer Fox oder was ist das? Nee, das sind Aufklärer tatsächlich. Okay. Abel ist jetzt auch auf der Brücke unter Scharfschützenbeschuss. Okay, Sniper ausgeschaltet. Ah ja, okay. Auf dem Weg nach Leonardo. Leonardo. Alles klar. Und sie haben schon wieder Feindkontakt. Sichtkontakt, ja. Kannst du die denn jetzt schon bewegen?
Weil die Mission hat ja noch gar nicht gestartet bei mir. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist das komisch. Ich schieb die hier schon rum und sie kämpfen gerade gegen Alligator in San Leonardo. Weil bei Fox sagt er mir, dass ich... Ich hätte Einheiten wurden ausgelöscht. Ah, wir ziehen uns zurück. Auftrag wird ausgeführt, wenn die Mission beginnt. Ah ja, die Speer ziehen sich anscheinend auch selbstständig zurück, wenn die auf Gegner treffen, weil die ja so schwach sind. So hört es sich zumindest an. Wo seid ihr denn? Speer. Ignorieren feindliche Tarnung, können scharfes andere Speer. Ziehen sich automatisch zurück, wenn sie gegen übermächtige Feinde, Panzer, Infanteriekompanien kämpfen. Ah ja, okay. Die kann man auch gut einsetzen, um Artillerie zu zerstören. Aber nicht kein Feldzeichen. Was ist denn schon passiert dann hier? So, wir sind im Gefecht, wir kämpfen Alligator. Die Hälfte haben sie scheinbar schon erledigt. Ach, wir haben die Schwarte. Wir werden abgeschlachtet. Speer ziehen sich zurück. Wir wollen zerschlagen, müssen uns sammeln. Das ist nicht gut. Dann bin ich geneigt, meine Reserveinfanterie zu bringen. Ja, dann kommt ihr auch mal hier rüber, bitte. Fox hat auch nicht mehr geantwortet jetzt, ne? Also meine Speer. Okay. Die scheinen ja damit vernichtet worden zu sein. Ja, wir haben das schon verlassen. Ich glaube, dass wir das... ist irgendwie nicht zu sehen, aber... ich glaube, dass wir schon immer noch standen und hatten 100. Und Fox meldet sich jetzt gar nicht mehr. Nee, Fox ist anscheinend ganz raus. Den zieh ich mal raus. Schade. Der Einzige, der eigentlich Scharfschützen aufspüren kann. Ungünstig. Den haben wir wohl zu dicht an der Infanterieeinheit drangehalten irgendwie. Das war zu offensiv für dich befürchtet. Ich versuch mal mit April über den Hügel hier zu gehen. Im Westen. Die Frage ist natürlich, wo die Artillerie ist. Die würde ich natürlich liebend gerne. Und Baker ist ein Infanteriebataillon. Baker ist ein Infanteriebataillon. Aha, aus 4 Kompanien. Höhere Moral. Okay, es ist 400 Mann starken Kompanien. Für groß angelegte Angriffe. Um wichtige Ziele anzugreifen, einzunehmen und dann zu verteidigen. Ach, deswegen sind die auch im Osten. Oben im Meer. Ach so, ja, das kann sein, die Küsten. Marineartillerie, ne? Aber das wäre ja noch ziemlich lange hin. Die dauert aber noch über 10 Minuten, ja. Was machen wir denn mit Baker so lange? Hast du noch Kontakt mit den Feinden Alligator dort in San Leonardo? Nee, momentan geht Abel hier außen lang, hat noch keinen Kontakt mit der hergestellt. Also meine Idee ist. Jetzt würde ich fast sagen, dass wir Baker irgendwie hier auch über den Westen versuchen lang zu führen, damit wir mal ein bisschen von außen die Sache vielleicht weggesweept bekommen oder wie soll man sagen, dass das ein bisschen, weil ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Die sind hier oben schon. Okay. Abel hat aber Sichtkontakt auf Alligator, aber sie kämpfen nicht. Dann ich mal einen Luftreiter hinter die. Vielleicht können wir dann quasi so einen Zange eigentlich mit Josh machen. Ja, okay. Ich komme da. Hauptquere, ne? Anti-Tank-Guns. Ja, schon wieder von Affen geschossen. Was bringt denn die Tank-Guns jetzt hin? Keine Ahnung. Die sind jetzt auch immer gekommen, ne? Baker, we're at Echo 11. On our way, Charlie 11.
got eyes on Alligator. Ask Charlie 9, it is. Oje, oje. So, wo seid ihr? Oha, es geht ja schon los. Ja. So, Charlie meldet irgendwas. Okay, wir sind gleich der Hügel gekommen. Aua! Die Artillerie, ey, das ist echt übel. Die nimmt sich die jetzt richtig vor. Hoffen wir mal, dass die auch irgendwann keine Munition mehr hat. Ja, oder dass wir sie halt vorher erwischen. Das wäre super. Weil ich glaube, sonst... Können wir denn jetzt noch weiter Einheiten rein, oder ist das jetzt hier alles gewesen? Level Guns um 2000. Das war's dann wohl schon, ne? Achso, aber das Dings hast du eingenommen. Hm. Soll ich mal dann versuchen, mit Abel Richtung Stadt zu testen? Ob wir jetzt schon diese Hinterposition ziehen vielleicht für die 4? Baker kriegt schon wieder ab. Wo sind die denn? Die sind hier, Boss, wo die Artillerie gerade runtergeht. ja, aber die Artillerie muss ja auch irgendwie sein. Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe irgendwie Alligator versehentlich verfolgt. Das war eigentlich nicht mein Ziel. Oh mein Gott, jetzt wird's chaotisch hier. So, George, du bist hier. Baker, Roger, moving to Echo 5. So, ich schicke mal Baker und George hier nach Torre Muccia, dass wir das wenigstens noch einnehmen. Dog verteidigt hier San Leonardo noch. Mhm. Alligator ist auf Position 5 in der Stadt. Ja. Diese Artillerie. Die Opfer helfen sich. Ja. Verschwand sie bitte. Ja, George kriegt auch wieder Artillerie. Oh, das tut weh. So, dann kämpfen wir Tja, wenn wir jetzt mal Artillerieunterstützung hätten. Ja, das wäre echt super. Abel wird schon wieder geschossen. Okay. So, die graben sich jetzt da oben ein. Gräben gebaut, aber das ging noch großartig nicht. Ich glaube, Baker hat die Artilleriebatterie gefunden. Ah, sehr gut. Cheetah hier oben, genau. Ja. Angriff, aber sofort. Was ist eigentlich mit Alligator? Zuletzt gesehen, aber mehr wissen sie nicht. Und sind schon wieder unter dem So, was ist mit Baker los? Ausgeruht und kampfbereit. Okay. So, Batterie ist out of position. So, dann machen wir mal hier mit der Stellung. Vier Minuten noch bis zum Anfang.
die Verfügbarkeit. Alter, der wird schon wieder beschossen. Ich lasse jetzt dort mal nach Norden in die Stadt einmarschieren hier. Das ist ja eine starke Einheit. Alligator bei Location 5, da bin ich mal gespannt. So, ich schalte jetzt hier oben Bär noch aus, dass sie endlich mal weg sind. Okay. Dann sind wir nach Westen geflogen. Genau. So, es gibt noch eine zweite Einheit hier im Norden. Cheetah ist übrigens raus. Wir haben es schon. So, weiß nicht, kannst du Doc lieber zurückziehen? Wir warten auf die Affe. Ja, ich glaube auch, das ist besser. Ja, mal Rückzug hier. Zieht sich zurück, genau. Weil ich glaube so. Bei Golf 5 haben wir uns versammelt. Sehr gut. Das ist ja eine ganz gute Ausgangsposition für einen neuen Angriff. Aber immer noch ist Bär nicht besiegt von Baker und George. Dann überlegen wir das mit Able mal hier unten in die Train 3 rein. Ich kann mal gucken. Da haben die dann niemanden gesehen, ne? Oh, da hat Abel was gefunden. Dann lassen wir uns mal zurückfahren. Wir sehen Cheetah bei Hotel 3, aber Cheetah ist doch schon ausgeschaltet, oder nicht? Die Artillerie? Ja. Ja, Meldung war außer Gefecht. Die würden jetzt ja eigentlich schon feuern. Was zum Beispiel jetzt bei Gräben schon gebaut sind, gehen sie da automatisch wieder rein? Ich muss nochmal ein bisschen die Lautstärke runterziehen. So, jetzt höre ich auch. Wir haben furchtbare Verluste. Aha. Ja. Sieht nicht gut aus. Aber wir brauchen wirklich die Unterstützung aus der, von der See. Sonst kriegen wir das nicht eigentlich. Da bin ich mir recht sicher, ne? Ich denke auch, dann macht es keinen Sinn, mit Abel hier unten irgendwas zu versuchen. Also da müsstest du wahrscheinlich. Ja. Müsste da von Norden dann reinkommen, irgendwie, ne? Genau, mit Dog, mit was Dog und Baker. Das müsste dann eigentlich klappen, denke ich mal. Ich glaube auch. Diese Waffe, die da steht, diese Artillerie, das ist aber eine Panzerabwehr, oder? Ja, genau. Das, also weiß ich nicht, was die hier soll. Es werden ja auch keine feindlichen Panzer vermutet oder so. Ja. In der Übersicht. Ich würde es als Unterstützung vielleicht noch einsetzen. Ja, aber gegen. Ja. Ich schaue mal ins Handbuch. Eigentlich sollte sie ja nicht so sonderlich gut sein. Das ist okay, davon. Okay, dann nicht. Also Bär sitzt immer noch hier direkt neben der Stadt übrigens. Warum auch immer. Mach mal Rechtsklick auf die feindliche Einheit und frag mal den Status ab. Ja. Wir haben Sichtkontakt zu Bär bei Foxtrot 2. Auf dem Weg nach Südwest. Also versuchen sich wahrscheinlich so ein bisschen da rauszuziehen, aber... Interessant. Das ist ja echt interessant. Faszinierend, möchte ich sagen. Aber warum wir die da nicht wegkriegen, ist irgendwie mit zwei Einheiten, von der einer eine starke ist. Das geht ja schon ewig da, das Gefecht. Bin ein bisschen verwirrt. Also wir müssten jetzt wohl auch... Ah, Mocha ist auch da. Ja. Hallo. Fast wunderschöne Explosionen. Wo sind denn jetzt die? Ja, wir müssen die Ortschaft einnehmen, Mokai. Tja, vielleicht sind wir die Stormtrooper. Das kann natürlich auch sein, dass wir Bär einfach nicht treffen da oben.
Hast du jetzt Zugriff auf die Marineartillerie? Nee, in 44 Sekunden soll die kommen. Achso, ja. Ob ich allgemein Zugriff habe, meinst du, ne? Ja, bei mir wird die Linie nicht mehr angezeigt. Bei mir auch nicht. Aber Naval Guns, doch, die sind hier drin unter Verstärkung, aber ich bin mir nicht sicher, wem die dann zugesprochen werden. Da müssen wir gleich mal gucken. Genau. Ich hatte bisher bei Lima 2 oder was dieses Symbol mit dem Timer. Mhm. Das ist jetzt aber verschwunden. Okay. Also wenn die Schiffe jetzt abgehauen werden, das wäre auch das Beste. Tja, es wird geballert, aber... Da ist was. Ah, das ist Easy, das ist die Marine. Ja. Dann wollen wir mal Bombardement einleiten. Ja. Ich mach schon mal hier Angriffsbefehle. Jetzt mal sehen, wie viel Granaten pro Bombardement. Ah ja. Verzögerung, Bombardement-Schaden. Munition 32 Angriffe. Feuer doch mal nochmal an. So, wir greifen jetzt beide an. Wir haben das Gefecht gewonnen, sagt Baker. Ja, Easy meint auch Volltreffer. Aber Alligator ist noch da, oder? Ja, ich glaube ja. Dann schieße ich da nochmal drauf. So, wir sind jetzt bei Juliet 4 schon, aber jetzt am besten keine. Ja, oh, jetzt noch eine Abwehrkanone. Baker hat was entdeckt, glaube ich. Wir haben alle Götter aus den Augen verloren. Wo auch immer die sind. Ich glaube, Dingo auch. Bei Falcon weiß ich nicht genau. Die Regierung hat gesessen, dann beschieße ich als nächstes Dingo. Den Rest von Able den Befehl da anzutasten. Mhm. Okay. Was, wir haben Sicht auf Bär in Ortona Old Town? Hä? Angeblich hier auf einmal? Das ist irgendwie, das klingt verbuggt. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass Bär jetzt hier durch unsere Einheiten hindurchgelaufen ist, um sich zurückzuziehen. Aber vielleicht ist das auch eine neue Bär-Einheit, wer weiß das schon. Gefecht wird hier fortgesetzt. Artillerie hatte scheinbar noch keinen großen Effekt. Jetzt die dritte Laune runter. Ah, die Feste da. Volltreffer. Okay. Wir kämpfen Dingo an. Wir haben jetzt Dingo jetzt hier. Können wir nochmal hinschießen? Voll. Flieht, ihr Feiglinge. So, dann jetzt mal in den Süden ziehen mit beiden. So, wir haben auf jeden Fall die nördliche Stadt eingenommen. Bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie die Verluste waren, aber ich glaube, wir überleben es zumindest. Was auch immer das heißt. Leider noch anhalten, den Geschoss an den Letzten. Das letzte Ziel ist und die da nicht raus wollen. Wer hat sich getan, was ist mit den Einheiten mitgekommen? Vor allem angeblich sehe ich immer noch das rote Kreuz hier oben, wo der angeblich ist. Frag mal George, was da los ist. Tja, wir sehen Bär, die kommen direkt auf uns zu, sagt er hier. Wir stehen quasi daneben. Sehr interessant. So, jetzt kann ich kurz zünden. Wie beschießt die sie auch noch? Ich bin geil. So, manchmal wird es ein bisschen hektisch mit den Nachrichten. Da muss man echt sehr gut aufpassen, was da los ist. Feindliche Kompanie zieht sich zurück. Dann sollte ich mal den Beschuss einstellen.
reported by Able and Baker Falcon at 7. Baker that will be 3. Ja, jetzt sind die hier ganz im Südosten. Historisch akkurat, ohne Artillerie läuft auf kanadischer Seite gar nichts. Können wir hier nicht weg. Okay. Ja, ohne Artillerie ist schwierig, das stimmt. Anscheinend seid ihr am Gewinnen. Spielt ihr zusammen oder gegeneinander? Wir spielen im Koop, also zusammen. Ne, deswegen hat Jan hier die grünen Einheiten, ich habe die blauen. Und gemeinsam geht's gegen den Feind. Den wir hier, glaube ich, besiegen können, oder? Abel hat scheinbar eine Einheit zerstört und wir sind irgendwie drei hier an diesem Strand quasi. Ja, ich habe denen auch schon Bewegungsbefehle gegeben, aber ziehen sich mit eingezogenem Schwanz zurück. Ich werde nochmal Schiff einnehmen. Wir haben die Stadt auf jeden Fall eingenommen. Wir haben noch eine Schiff, die Frage. So, Lima 8 bewegt sich Dog jetzt hin. Ja, wir brauchen eine Versorgungsstation. Nimm ich jetzt grüne Einheiten. Okay, sind bei Location 3. Haben wir es jetzt eingenommen? Noch nicht ganz irgendwie, ne? Doch, müsste eingenommen sein. Jetzt die Frage, ob wir es quasi noch bis zum Ablauf der Zeit halten müssen. Ah ja. Feinde versuchen, das Schlachtfeld zu verlassen. Oh, jeder der abhaut, zieht uns Punkte ab. Okay. Nichts mehr hinterher. Wo sind die Feinde denn jetzt? Ja, gut, frei. Oh, George in Deckung, der wird befeuert durch, beschossen durch Artillerie. Hey, ich decke jetzt hier im Marsch nach da. Und ihr geht bitte Igel hinterher, dass sie bloß nicht abhauen können. Die versuchen jetzt bestimmt über die Brücke zu kommen, oder? Ich hätte mal anhaltendes Bombardement auf die Brücke legen. Mach das mal, dann bewege ich die hier hin. Das war ein Fehlschuss. Sind Sie sicher, dass der Feind dort ist? Ja, so ungefähr. Das sieht doch mehr so aus, als wenn ich mich selber treffen will. Kompanie zerstört, wurde dort gemeldet. Die Regierung hat besessen. So, Elvis ist jetzt bei der Brücke angekommen. Baker bewegt sich dann nach Mutschi. Wenige Verluste bisher noch. Okay, die Packs sind kaputt. Wo sind die schnell? Baker ist auch Schrott. Ich geh mal zur anderen Brücke rüber. Achso, die Artilleriebataillon steht hier immer noch rum, aber die ist natürlich jetzt außer Gefecht. Ich bin mir nicht sicher, könnten die theoretisch neu besetzt werden, wenn da Feinde kämen? Das wäre ja spannend, ne? Wenn die jetzt sagen könnten, hier, wir besetzen die mal spontan wieder neu. Also mit Bär, das scheint ein Bug zu sein. Die kriegt man nicht zerstört. Ich hoffe, man kann jetzt die Mission noch beenden, ne? Nicht, dass die jetzt hier unendlich kämpfen. Das wäre ärgerlich. Mission ist fast abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, haben wir den U-Town nicht gesichert hier? Ich gehe da nochmal rein. Doch, alle blau umkreist. Bei mir nicht, bei mir ist Newtown nicht umkreist. Und bei mir schon. Okay, alles andere ist auch umkreist bei mir. Strange. Ja, es scheint so ein paar kleine Haker dann noch zu geben. Ja, ne? Also ja, ich meine, ich schaue die Haken jetzt an. Und unbedingt Abel da hinschicken müssen und so. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ist echt sehr dynamisch und auch fordernd auf seine Art und Weise. Ne? Das ist schon so, also ich bin jetzt hier in U-Town drin. Hoffen wir mal, dass das so reicht. Hier oben wird sich immer noch bekämpft. Der unendliche Kampf gegen Bär. Das müssen ja die absoluten Elite-Kämpfer der Wehrmacht sein, die sich da oben so lange festhalten. Oh, Darkwalker an Twitch-Chat. Darkwalker an Twitch-Chat. Wir
wie haben sich die beiden Hobbygefreiten geschlagen, Darkwalker Ende. Das werden wir gleich sehen, wenn die Mission abläuft. Wo ist denn der Feind? Ich könnte ja nochmal Artillerie einleiten. Ja genau, die roten Einheiten stellen wir uns, manchmal werden die auch automatisch, wenn die Einheiten automatisch gesichtet wurden, automatisch hingestellt, die roten. Aber du kannst sie natürlich auch selber hier ziehen. Das ist wie so eine Spielfigur auf dem Spielfeld, ne? Die kannst du selber ziehen, deine Einheiten auch. Und wenn deine Einheiten auf dem richtigen Feld stehen, wo sie wirklich stehen, dann bekommen die auch Kampfbonus. Gibst du mir gerade mal die Koordinate noch durch, wo der Feind steht? Dann würde ich da noch Der steht hier direkt bei uns quasi. Also der steht hier direkt bei Foxtrot 2 oder Echo 2. Warte mal. Foxtrot 2. Aber wenn ich den jetzt, weiß ich nicht, ob ich den jetzt Raum geben darf. Ja, Romy ist freigeschaltet. Das war's wahrscheinlich schon. Ortona. Ja. So, das waren 3 Infanterie Minimum. Also 1, 2, 3. 4 sogar. Dann dein Bär, genau, 4. Und dann hatten wir eine Artillerie. Und wir hatten irgendwie so eine Panzerabwehr, Falcon. Ich glaube, das war's, ne? Ach, schon Scharfschützen hatten wir, aber ich weiß nicht, wie viele, ehrlich gesagt. Ja, das weiß ich auch nicht. War das 2? Keine Ahnung. Ich meine, wir hätten 2 verschiedene Angriffe auf die geführt. Ich probier's mal mit 2. Ich glaube, das waren nur 2. Schauen wir mal. Das war richtig. Einer nur. War nur einer. Okay. Na, schade. Nur 180% Bonus. Das ist natürlich mega schlecht. So. Was war das jetzt gerade? Minus. Achso. Ja, wahrscheinlich, weil die letzte Einheit sich doch irgendwie nicht auslöschen ließ. Ja, und Fox wurde ausgelöscht. Tatsächlich von der Artillerie. Von dem Artillerieschlag. Das war heftig. So, Abel kriegt einen Orden, weil sie so viele Verluste hatten. Ja. 86%. Wow. Baker hatte nur 11. Boah, krass. 15 gefallen, 55 verwundet, 16 vermisst. 14 Mann verbleiben. Die Moral ist am Boden. Und Doc hatte 20. Ja, und die sind ja, außer halt ausgelöscht. Bär wurden beim Gegner alle ausgelöscht, tatsächlich. Ja, ja, dann war das wegen Bär. Weil der unbesiegbar war. 47% Verluste nur, ja, das glaubt ihr doch selber nicht. Habe ich Baker jetzt schon wieder eine Medaille gegeben? Oh, das wollte ich gar nicht, glaube ich. Okay. Das wollte ich gar nicht. Das war misslig. Okay. Fortfahren, so. Ja, interessant. Freies Spiel, ja, okay. Also, Musterlinie wäre das nächste, das wäre ja auch wahrscheinlich wieder sehr verlustreich. Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass das durchaus eine ganz andere Erfahrung wie Radio Commander ist. Mhm. Auf seine Weise sehr, sehr fordernd. Manchmal ein bisschen, also wenn es richtig abgeht, ein bisschen zu krass. Das kann natürlich auch gewollt sein, ne? Dass es dann hektisch wird und die Einheiten melden sich alle durcheinander oder so. Mhm. Das ist, denke ich mal, auch irgendwie gewollt, ne? Dass man da so ein bisschen dieses Kampfchaos oder Schlachtenchaos mit drin hat. Aber ich muss sagen, mir gefällt das bisher vom von der ganzen Präsentation her auch super gut. Ja, mir auch. Cool. Muss ich sagen. Wir spielen nicht auf Easy, nein, Darkwalker, wir spielen, glaube ich, auf Normal, oder? Genau, Normal. Ja, ja. Also es gibt Normal, Schwer und Leicht und dann kann man noch so ein paar andere Optionen einstellen. Genau. Mukai sagt, ich empfinde es als Zuschauer sehr fordernd, wie schnell man lesen muss und reagieren. Genau, alles kann man nicht lesen, das versuche ich auch gar nicht mehr. Ich versuche auditiv auf die Funksprüche zu hören und sofort zuzuordnen, wer wo steht und was gerade los ist. Aber es ist auch schwer. Das stimmt. Tja. Ja, wunderbar. Gut, gut. Ja, wollen wir denn noch eine machen oder wie? Oder haben wir erstmal genug gesehen? Also ich würde sagen, wir können an der Stelle auch erstmal Schluss machen für heute. Ja. Man kann sich das ja vielleicht die Tage nochmal ein bisschen anschauen. Morgen erscheint es ja übrigens erst. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, hast du irgendeine Information, wie viel das kosten wird? Ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts gesehen. Ich glaube nicht. Dann müssen wir uns da morgen mal überraschen lassen. Dann kann ja jeder selber gucken, ob er das auch möchte. Mal schauen, ob bei Keymailer vielleicht was dazu steht. Ja. Das muss dann ja einfach sein. Da hatte ich der gute History rausgehauen. Nein, natürlich habe ich immer zum Sieg beigetragen. Ist doch klar.
Nee, ich habe meine Able Company verheizt hier. Ein bisschen schon in der letzten Mission. Na, immerhin, sie haben den Feind halt beschäftigt so lange. Das ist natürlich auch wichtig. Okay, also bei Keymailer steht auch nichts im Preis. Ne? Ja, gut, dann müssen wir morgen mal gucken. Es kommt ja halt morgen erst raus. Aber wie gesagt, also ich hätte gar nicht so viel irgendwie mehr erwartet von dem Spiel. Ich habe gedacht, ich gucke mir das einfach mal an. Und die Entwickler haben dann irgendwie auch relativ direkt diesen Key über Keymailer zur Verfügung gestellt. Danke nochmal dafür. Das ging sehr zügig und unkompliziert. Ja. Und dementsprechend konnten wir da jetzt schon mal einen guten Blick reinwerfen. Und ich werde das auf jeden Fall auch so, denke ich mal, im Singleplayer weiterspielen. Mal gucken, ob es irgendwie Livestream oder mal so ein kleines angehauen wird. Ich habe momentan ja eh so wenig Zeit. Aber ich werde es auf jeden Fall mindestens privat auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiterspielen, wenn nicht sogar als angehauen. Schon ganz cool. Ich denke auch. Interessant ist ja auch, dass es auch benutzer erstellte Szenarien gibt. Ich glaube, das gab es bei Radio Commander auch, habe ich aber nie reingeguckt, ob es da irgendwie, ob es viele Angebote gibt oder nicht. Ja, und jetzt wird gerade auch gefragt, ob man auch gegeneinander spielen kann, aber das scheint mir nicht der Fall zu sein. Ich glaube nicht. Wir können ja mal gerade rausgehen hier aus dem Menü. Ja. Und da steht nur Multiplayer Koop, ne? Online Koop, genau. Wiederholungen. Also man kann sich auch die Sachen wiederholen lassen. Das ist ja cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Genau, das ist dann wie, das konnte man bei Radio Commander auch. Da kann man dann sehen, quasi, was wirklich passiert ist. Ah ja, okay. Also, wo die Gegner waren und wie sich dann verhalten haben. Das habe ich bei Radio Commander, glaube ich, auch nie genutzt. Das sollte man eigentlich mal machen. Ach so, und es gibt das Archiv. Das ist ja auch cool. Da werden dann wahrscheinlich alle historischen Sachen zusammengetragen. Ach, ich soll wieder jemanden benachrichtigen. Es tut mir leid. Wie viele hundert dieser Telegramme muss ich ausfüllen? Es war ein Versehen. Sowas will man dann als Angehöriger bestimmt lesen. Ach du liebe Zeit. S.O. Das ist jetzt wirklich nicht sehr nett, ich weiß, aber so. Er hat sein Bestes gegeben, so. Zack. Genau. Jetzt kommt hier der Nächste. Wie viele muss ich ausfüllen? Alle? Also ich habe nur zwei gehabt gerade. Ah, okay. Ah, interessant. Mouseholding. Ah, ja. Okay, ja, also ich finde das wirklich sehr schön gemacht. Diese Filmchen, die Dokumente, die man sich ja angucken kann, die auch so ein bisschen untertitelt sind manchmal. Das ist schon echt ganz nice. Was ist das jetzt hier? Ach so, das sind die, die wir bisher freigeschaltet haben? In der Liste, ne? Ich glaube auch, genau. Und auch die Filme, die werden hier rechts alle gelistet in so einem Dropdown oder in so einem Dingsmenü. Ah ja, da kann man auch filtern. Die Konsole geöffnet, wie kriege ich das denn wohl hier wieder weg? Okay. Ja, aber das ist doch ganz cool. Dann kann man sich die Sachen nachher mal ein bisschen in Ruhe auch anschauen. Und wir haben das jetzt ja nicht so ausführlich gemacht mit den ganzen Dokumenten, weil das natürlich im Stream immer ein bisschen lange dauert. Genau. Aber schon cool. Ja, und jetzt könnte man die Kampagne, glaube ich, kann man die jetzt auch im Singleplayer weiterspielen? Ich glaube ja. Ja, fast ja. Ja, genau. Ich habe den hier als Speicherstand. Ach so, jetzt haben meine Zuschauer auch nie gesehen, wie die Kampagnenkarte aussieht, weil du die ja immer bekommen hast. Die habe ich nämlich nie gesehen. Ah. Aber ja, und jetzt, wenn man ein Szenario abgeschlossen hat, kriegt man ein freies Spiel offenbar. Genau, dann darf man die Mission wiederholen sozusagen. Verlustmeldung im Kampf gefallen, das ist die Übersicht. Ja, aber das ist ja auch praktisch. Dann könnte ich und quasi gucken, wir einzeln sozusagen jetzt die nächste Mission weiterspielen und dann, ja. Ah ja, cool. Interessant. Ja, cool. Gut, alles klar. Jo. Wunderbar. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank, dass es so spontan geklappt hat. Jo, wie gesagt, das haute jetzt ja gut hin. Und da können wir gerne mal die Tage dran anschließen, wenn mal irgendwie ein bisschen Zeit ist bei dir, bei mir. Ja. Da können wir gerne mal nochmal reingucken, weil das ist schon cool gemacht. Mhm. Supi. Finde ich auch. Alles klar, dann beende ich auf jeden Fall schon mal die Aufnahme bei mir. Schön, dass ihr dabei wart und dann vielleicht in den nächsten Tagen wieder. Bis dann. Jo, macht's gut, bis dann. Der Tasti war schon immer ein guter und nobler Feldherr, der jeden Toten geehrt hat. S.O. Sehr liebevolle Wortwahl. Also ich habe, als ich die Tutorial-Mission gespielt habe, habe ich auch diese erste Verlustnachricht bekommen. Und da habe ich tatsächlich wirklich einige Zeilen geschrieben, ja, auch sehr freundlich ausgedrückt, weil da habe ich gedacht, nee, da werde ich jetzt schon mal eine nette Nachricht schreiben. Aber gut, im Stream.
Cool, alles klar, wunderbar. So klingen auch nur Generäle nach zwei Schlachten. Ich habe ja letztens erzählt bei Panzerkorps in Bezug zu der Wehrmachtsgeneralität, dass das ja ein bisschen schwierig ist. Und ich habe erzählt, was ich letztens bei jemandem auch im Stream, englischsprachigen Stream gelesen habe. Die haben quasi, die machen eine Panzerkorps 1-Kampagne und spielen die mit historischen Kompositionen der Einheiten, versuchen also so ungefähr auch die Fahrzeuge und Infanterieeinheiten zu nehmen, die so ungefähr in der Zeit auch eingesetzt wurden. Das ist auch ganz spannend, weil es ein bisschen schwieriger dadurch wird. Und zwischen ihren Kampagnenmissionen, dieser Grand Campaign, machen die so strategische Besprechungen. Da macht er sich also wirklich die Mühe, macht da eine große Karte, wo die ganzen Einheiten historisch standen. Er hat also auch die ganzen, ich sag mal, Archivmaterialien, soweit es geht, irgendwie recherchiert, welche Befehlshaber mit welchen Einheiten wo stehen, was so die Bewegungen sind, die jetzt in den nächsten Monaten kommen. Und der hat auch irgendwie berichtet, dass die Wehrmachtsgeneralität im Winter 41 auf einmal so einen 180-Grad-Schwenk macht. Da wird Hitler als Oberkommandierenden irgendwie zwei Wochen vorher noch zurückgemeldet: Jo, alles dufte, alles gut hier. Und auf einmal bekommt er vom Chef, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, der Heeresgruppe Nord zurückgemeldet. Anfang Dezember so rum, und den 6. Dezember sieht es da ganz, ganz übel aus an der gesamten Ostfront, weil der Winter eingesetzt hat, die Leute erfrieren massenhaft, haben teilweise ihre Winterkleidung nicht, die Eisenbahnen können nicht fahren, weil ihre Wasserleitungen außen angebracht sind und sie keine Unterstellplätze haben, weil die Russen die vorher zerstört haben, und dann steht auf einmal die ganze Logistik still. Eine ganz katastrophale Situation. Und auf einmal meldet ihm dann der Chef der Heeresgruppe Nord zurück: Ja, wir sollten uns jetzt ein bisschen zurückziehen, es wäre schon angebracht. So, jetzt mal frei Schnauze, wie ich das jetzt hier nicht zitiere, sondern halt in Gedanken jetzt wiedergebe. Und dann wirft er so einen Nebensatz hinterher: Ja, aber eigentlich ist es auch egal, wir sind sowieso alle verloren. Das meldet er dann ans Hauptquartier zurück, und dann stellt man sich wahrscheinlich gerade Hitler in seiner Wolfschanze vor, der dann sagt: Okay, jetzt sollte ich vielleicht mal ein paar Leute austauschen. Du nicht mehr. Du jetzt hier rein. Und genau das passiert halt. Er tauscht dann einen Großteil der Generäle dann teilweise aus, entlässt Leute. Teilweise sind auf einmal hohe Prozentzahlen von irgendwelchen Kommandeuren auf Krankheitsurlaub, sind nicht mehr an der Front, verlassen die Front, lassen ihre Leute im Stich und hauen quasi ab an die Heimatfront. Also ganz interessante Sachen, die da stattfinden. So viel nur zu dem Thema. Cool, alles klar, wunderbar. Und zwei Tage später oder so kommt dann irgendwie: Ah, wir werden alle sterben, und alles ist auf einmal total katastrophal. Ne? Ja, und sorry, dass gerade bei mir das Bild weg ist. Ich habe einmal ganz kurz in den Missionseditor reingeschaut, und als ich dann daraus wieder zurück wollte, hatte ich dann ein schwarzes Bild im Spiel. Aber naja, wir haben es ja soweit abgeschlossen. Also ein bisschen buggy ist es noch, aber ansonsten, also so im groben Ganzen funktioniert es ja schon ganz gut. Genau. Hier steht jetzt auch Version 1.00. Es klingt also so, als wenn das auch die Release-Version schon ist, die vorab bereits jetzt hier gespielt werden kann. Das müsste eigentlich von der Dokumentation dann auch stimmen. Also stellt euch mal darauf ein, dass so ein paar Bugs noch drin sind. Ansonsten einfach mal abwarten, wie es sich dann entwickelt irgendwie, ne? Nach Release. Genau, Mokai. Gut, dass die Katastrophe nicht gekommen ist. Also diese Ostfront-Erfahrung mussten wir jetzt hier in Sizilien und Italien noch nicht machen. Naja, okay. Ja, wunderbar. Alles klar. Ja, dann vielleicht in den nächsten Tagen wieder, ne? Ja, genau. Dann stimmen wir uns da noch ein bisschen ab, und ich würde sagen, wir verabschieden uns von unseren Zuschauern, die fleißig wieder zugeguckt haben. Herzlichen Dank auch für diese Bits zwischendurch vom Behemoth. Das ist immer sehr erheiternd, diese Musiktrompete zu hören. Ja, danke auch nochmal an Warren für die Donation, und danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Jo, macht's gut. Ciao.